Was geht ab, Bildungselite? Grüße aus dem Keller. Ich freue mich, dass Tobi, Kevin und Martin am Start sind. Es fehlen aber noch ein paar, ne? Domme wollte noch kommen, Dwayne wollte noch kommen, Florian wollte Florian. noch kommen. Und wir kriegen heute auch noch unseren C-Pump-Gast am Ende kurz rein. Geil. Ach, Volle wer kommt Runde, also, denn? ne? C-Bump. Sivam kommt heute C-Pump. rein. Also C-Bump auf Wish bestellt, der kommt heute. Ich habe auch noch eine Überraschung. Ja? Ist Mary Ja. heute wieder dabei oder was? Mary. Wait for it. Mary kommt wieder. Nee, Mary kommt nichts besser. Besser? Okay, dann bin ich gespannt. Ihre Schwester kommt. Ja, also oh. Erstmal, wie geht's euch, Jungs? Ach, Fangen wir doch mal geil. Martin an. Martin, wie geht's dir, außer dass Kevin dein Fernseher nochmal umhängen muss? Ja, erstmal das. Nee. Ich war in Rumänien am Wochenende, habe dort also nur eine Athletin gehabt. Ursprünglich waren es drei. Einer hat die Prep abgebrochen, oder das ist abgebrochen, einer hat sich entschieden, keine Wettkämpfe mehr zu machen. Die andere ist krank geworden, deshalb war nur eine Athletin, diesmal war nur da. Ich war trotzdem vor Ort und ist auch gut gelaufen. Also wir haben die Figurklasse gewonnen. Leider hat es nur für die Pro-Card nicht gereicht. Also im Overall Zweite. Schade. Und die Gewinnerin, die war halt echt, ich habe so richtige Denise Zwinger-Vibes bekommen bei der. Die hatte so eine richtig schmale Taille und sie also hatte so eine richtige V-Form. Und da hatte man dann halt keine Chance. Von der Härte war es gleich. Aber meine Athletin war halt einfach nicht so schmal in der Taille und nicht so breit im Schlüsselbein. Aber Dementsprechend. Martin, sie ist auch nicht bereit für die Pro League. Also ich glaube, auch Für wenn die es Pro League geklappt nicht. hätte. Ja, nee, für die Pro League nicht. Auf jeden Fall nicht. Nee, Sie klar. war sehr gut aus, also ich habe es auch verfolgt, aber 2 Jahre noch. Für die Profis fehlt dann einfach noch Fleisch. Na, aber Genau. die Härte war schon überragend, finde ich. Ja. Genau. Genau, also war erfolgreich. Ich denke, wir sprechen eh noch über Rumänien nachher. Genau. Und ja, mir ist Scheiße passiert. Ich habe mein Handy in Rumänien verloren. Habe ich gehört vom Uber, ne? Irgendwie liegen lassen. Ja, ich habe es im Uber liegen lassen. Also, pass auf, der hat uns zum Flughafen gefahren und du kannst dort nicht mit PayPal zahlen oder mit Karte. Na, das heißt, du musst bar zahlen. Also, ist Apple Pay. Wurde nicht akzeptiert und PayPal auch nicht. Und dann ging es nur bar. Na, und dann habe ich mein Handy in der Hand gehabt bei der Fahrt und habe es dann so kurz neben mich gelegt, habe den Geldbeutel rausgeholt, habe es ihm gegeben, bin raus, habe dann im Flughafen gemerkt, dass mein Handy weg ist, bin nochmal raus, Auto war schon weg. Dann habe ich erstmal, also ich hatte ja auch noch voll Zeitdruck, ne, weil wir haben ein bisschen verpennt und sowas und wir mussten schon um 2 Uhr morgens raus. Also das war echt richtig stressig. Und dann habe ich, also der Freund von meiner Athletin hat mir dann sein Handy gegeben und sowas. Dann habe ich da versucht, ihn zu erreichen. Keine Chance gehabt. Musste ich dann zurückfliegen. Also musste mir dann nochmal am Check-in, weil die Tickets und alles waren ja auf dem Handy drauf, musste mir dann nochmal so ein Ticket holen. Ne? Und meine Bankkarten waren auch beide hinten im Handy drin. Ich packte immer diese Handyhülle. Die waren auch weg. Ja, da hatte ich dann erstmal übel Panik, weil es ist kontaktlos zahlen gewesen. Also du musst damit nur wohin halten und es wird gezahlt. Also du brauchst da keinen PIN, gar nichts. Na, und da, ich konnte ja niemandem sagen, hey, lass das mal sperren, weil ich hatte ja kein Handy. Und dann bin ich zurückgeflogen. Zum Glück hat mein Athlet, ich habe ja gesagt, bitte schreibt meiner Frau, dass ich mein Handy verloren habe, dass sie Bescheid weiß. Dann hat sie halt am Gate auf mich gewartet und hat mir dann, ich habe dir alles gesagt, dann haben wir direkt die Karten sperren lassen. Na, zum Glück war auch kein Geld abgebucht und auch das Handy. Na, wir haben da den Uber sogar erreicht, den Fahrer. Wir haben bei der Firma angerufen, konnten den kontaktieren. Und der Typ, der Piep, ich kann jetzt, also das wird die Folge nicht monetarisiert, der ist Danke. rangegangen und ich habe gesagt, ja, lost my mobile phone. Und bei dem Wort mobile phone hat er mich weggeklickt. Der, ich glaube, der hat mein Handy abgezockt. Na, weil ich dachte, der geil. Und ja, keine Chance. Und ja, jetzt habe ich mir gestern, also ich habe jetzt erst, weil ich habe jetzt alles am Laptop gearbeitet die letzten Tage und habe mir jetzt gestern neues iPhone gekauft. Ich musste leider den vollen Barpreis bezahlen, weil ich erst einen Vertrag abgeschlossen hatte. Und ja, dementsprechend hat es mich jetzt gestern, boah, 1.300 irgendwas Euro gekostet. Eure Taxifahrt. Für die Taxifahrt. Und natürlich muss ich jetzt noch warten, bis meine Karten neu zugeschickt werden. Ich muss Online-Banking nochmal neu einrichten und es ist halt alles, ja, Also Leute, wenn ihr jetzt demnächst komische Ernährungs- und Trainingspläne kriegt, dann ist scheiße. das Pavel aus Rumänien, der geschrieben Ja. hat. Oh Martin, ey. Irgendwie haust du immer so Dinge raus. Das ist so ein typischer Martin-Move. Ich verstehe es auch nicht, warum mir da sowas passiert hat. Ja.
Mann, 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 pass auf dich auf. Dwayne, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Wie geht's euch? Tom, wie geht's dir, Alter? Das will ich erstmal wissen. Danke. Mich nervt die Pendelei tierisch. Das ist krass, ne? Wie lange fährst du? Am Tag 2,5 Stunden. Also insgesamt dann. Insgesamt, ja. Ach du Heilige. Aber bist. Ja, bitte. Halt sehr früh, ne? Also sehr früh muss ich aufstehen. Also 4:40 Uhr klingelt der Wecker. Und das ist halt, also ich habe das ja 2 Wochen gemacht und das nervt. Es nervt wirklich. Ja, siehst auch ein bisschen müde aus. Ja, das kommt, wenn du nach Hause kommst, wird da halt hier im Haus weitergearbeitet. Ne? Also gerade ist halt irgendwie endlos zu tun. Ihr kennt es vielleicht oder auch nicht, aber gerade ist toll, aber ich freue mich jetzt hier mit euch zu sitzen und ein bisschen Ruhe zu haben. Ansonsten, ich Das bin ist doch schön. gesund, ich bin gesund, ich bin gesegnet, alles ist gut. Danke der Du Nachfrage. bist im Keller? Ja. Ja. Ja, Aber immer vor noch allem. besseres Internet als Martin, Alter. Safe, safe. Und der Glasfaseranschluss ist tatsächlich auch einen Raum weiter im Keller. Es halt jetzt gerade Wunderbar. noch ein bisschen, tut mir leid, Leute. Aber hier wird ein Podcast-Studio entstehen. Ich habe gerade schon so mit Tobi und Kevin und Martin gesprochen. Ich will hier hinten eine zweite Wand reinziehen vor die Rohre. Dann ein Holzpaneel, das Ganze verkleiden. Und dann halt hier auch mit Tisch und Sesseln so eine kleine Lounge erstellen. Das heißt, wenn mal irgendwie Leute voll Bock auf einen Live-Podcast haben, kann man es sogar hier aufnehmen. Nice, sehr Das geil. ist, genau, das ist die Vision. Aber ansonsten wohnen wir in einer großen Baustelle gerade noch. Ja, aber das wird auch alles vorangehen. Schön. Und bei dir geht es nur gut oder ist noch irgendwas, was man wissen sollte? Es geht voran, Bodybuilding-Leben, langweilig, aber alles vorwärts. Gibt es irgendwas Besonderes? Ich glaube nicht. Ach, Ein hi. wunderschön. Hört ihr uns? Ja, Double Trouble da. Ach, cool. Du hast nicht mal einen Stuhl für mich, Alter. Was ist hier los? Nimm dir mal einen aus der Küche oder soll ich dir gerade einen Nein, Tisch bitte. besorgen? Ja. So, wir bleiben mit Dwayne noch kurz, bevor wir zu euch kommen. Ja, mach mal ganz entspannt. So, Dwayne. Ja, ich glaube, es gibt nichts bei mir. Also nichts, was mir gerade einfällt. Leben läuft. Ich bin zufrieden. Ich bin gesund. Geht alles vorwärts. Sehr schön. Ja. Tobi, vorwärts auch bei dir? Ja, es läuft, geht alles in die richtige Richtung. Ich trainiere fleißig, ich mache mein Oberkörpertraining. Der eine oder andere hat vielleicht eine Story schon gesehen. Ich kann wieder soweit alles machen. Das ist wirklich absolut genial. Ich habe keine Einschränkungen in der Bewegung. Die Schulter fühlt sich immer noch so ein bisschen merkwürdig an, aber geht alles vorwärts. Gestern habe ich ein bisschen was am Gym gemacht. Da ist auch immer noch Baustelle, weil das einfach jetzt knapp 6 Monate alles stillstand. Gestern nochmal 2 Geräte aufgebaut. Bisschen Wand gestrichen und so. Läuft alles in die richtige Richtung. Ich habe mich so ein bisschen gefreut, als ich deine Story gesehen habe. Nicht, weil du jetzt endlich wieder am Eisen bist, natürlich freut mich das auch, aber weil ich das das allererste Mal ist, dass ich mehr bewegt habe an Gewichten als Tobi. Und ich frage mich halt, wie lange noch. Das ist auch eine Frage, die ich mir selber stelle, die mir auch keiner beantworten kann. Ich soll mich jetzt langsam und progressiv steigern. Nach 6 Monaten darf ich wieder voll belasten. Ja. So, also ich habe so 180, 190 in der Bank schräg gedrückt. Wo bist du Soll jetzt? ich, jetzt mache ich gerade 20 pro Seite, also so 60. Jetzt ist die Wahnsinn. Frage, ich bin jetzt knapp über 3 Monate, gehe ich jetzt von diesen 60 Kilo aus und mache in den nächsten 3 Monaten Step by Step bis wieder knapp 200. Das ist gerade so ein bisschen so ein schwarzes Loch. Weil es ist jetzt auch nicht so, dass mir ein Arzt sagen kann, ja, das hatte ich schon 10 Mal, wir machen das jetzt so und so, sondern steiger langsam und vorsichtig. Hör auf deinen Körper. Naja, Bodybuilder auf seinen Körper hören, das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich würde jede Woche 5 Kilo mehr raufpacken und einfach gucken, ob es sich gut Würde ich anfühlt. auch so, ja. Ja, das Ding ist, 60 Kilo fühlt sich echt easy an, habe ich 15 Wiederholungen mitgemacht, habe ich schon gedacht, probierst du 100? Oder ist es wieder dieser klassische Gedanke, ne? Mach erst mal 70. Ja. Ja. Ah, guck Ja, mal, gut. da könnten wir theoretisch mal zusammen trainieren. Aber das wird Spaß Ja. machen. Aber ja. Kevin, wie ist es bei dir? Ja, alles in Ordnung bei mir. Ich war gerade im Kalter Stahl-Gym. Weiß nicht, ob das ein paar von euch kennen. Killer, wie war's? Ja, mega. Also ich war schon vor ein paar Wochen mal bei dem. Weil wir uns mal verabredet haben, weil wir uns eigentlich so immer so ein bisschen so auf Stories reagieren und eigentlich so auf einer Wellenlänge sind. Ja, und heute habe ich mal sein Training mitgemacht. Bei mir geht es ja gerade eh um nichts, habe ich mal Bock gehabt. Ja, mal richtig geholfen wieder. War geil, hat Spaß gemacht. Und ja, ansonsten, ja, hab,
Ansonsten ist die letzte Woche Urlaub gehabt. Ja, auch schön trainiert. Bisschen gechillt, auch zwischendurch natürlich. Bisschen erholt. Und ja, geht bergauf. Das heißt bergauf. Es läuft eigentlich so vor sich hin. Mich wundert es immer noch, dass ich noch so gut ausschaue. Das Gewicht steht irgendwie bei 108 Kilo und ja, Gesundheit. Gesundheit läuft. Ich kann nur immer sagen, es läuft, weil wir erst in 2, 3 Monaten kontrollieren, weil davor macht es für mich keinen Sinn. Und ja, ich kann eigentlich erst sagen, ob es was gebracht hat, wenn ich beim Kardiologen war, ne? Aber ich bin guter Dinge und ja, bin leistungsfähig, fühl mich zumindest gesund und ja. Gut, dann gehen wir mal zu den beiden Jungs da unten. Kennt ihr Die noch lachen sich damals so schon. bei MSN-Chat oder sowas oder wie es da alles hieß oder Omegle? Wenn da diese beiden Ostblock-Brüder. Chatroulette. Chatroulette, genau. Wenn Ja. die beiden Ostblock-Brüder mit ihrer Mütze sitzen Ja, und wenn nur man böse in die weiter Kamera kämpft, dann kommt dann immer noch so gucken. ein Penis zwischendurch, Alter. Ihr gibt gar Aber keine da passt Kevins Chatroulette-Vibes. Mütze am besten heute dazu. Das ist so eine alte Fischermütze. Ja. Ich finde die chillig. Ja, die hat was wie so ein Die sind Boxer. auch geil. Die sind auch chillig. Ich mag die auch. Auf jeden Fall habe ich gerade so ein bisschen diese Chatroulette-Vibes, wenn ich euch beide da sehe. Wie geht's euch? Ja. Ja. Ja, was soll ich sagen? Wir hatten einen geilen Tag heute. Wir haben sehr viel Content gemacht für YouTube. Dominik hat mir, oder es war eigentlich der Anlass, weshalb er sowieso nur gekommen ist, hauptsächlich, dass er sich nochmal mein Rückentraining anguckt, weil ich da nicht die Verbesserungen gemacht habe bis jetzt, die ich mir vorstelle. Und ja, das war eigentlich so der Hauptgrund. Wir haben das natürlich verbunden, dass mein Videograf noch gekommen ist und wir dementsprechend Content gemacht haben. Oh, was ist denn da los? Ein Was geht, ihr Bär. Was ist denn hier los? Alter, das kam jetzt gerade unvorbereitet. Ich habe dich nicht eingeladen, mein Lieber. Surprise, Quatsch. Motherfucker. Danke. Ja, das Ganze ist auf Kevins Mist gewachsen hier. Ach, so Kevin das ist ist die da. Überraschung. Geiler Typ. Kevin, du, Nee, der Schwacken. wir haben vor ein paar Tagen geschrieben. Hin und her und dann hieß es ja, komm, Dienstag nehmen wir auf, komm noch mal rein. Und dann dachte ich mir, warum nicht? Aber wie geil. Musste ich noch das Loyal Game beenden und dann war ich am Start natürlich. Also ich hab heute so diesen Follower C-Pump eingeladen. Ich habe ihm gesagt, er soll um Viertel nach acht kommen. Ich habe gedacht, der Typ ist jetzt zu früh gekommen. Ich dachte auch erst, es wäre Ja, der. Wer ist das geil, überhaupt? Ich bin C-Pump. Ich bin's, mein zweiter Account. Ja, hey. der Hater-Account. Wie geht's dir, Alter? Was läuft bei dir? Was läuft? Ich trinke gerade eine Capri-Sonne. Das ist übergeil. Kennt ihr das? Ja. Die Zero noch nie getrunken, Ja, die ist ey. Ey, die richtig geil. Zero. Das bringt die Kindheit direkt wieder ins Wohnzimmer. Ja, ansonsten geht es mir gut, muss ich sagen. Ich habe Was? Muskelkater im ganzen Körper. Ich fühle mich wie Ja, zu siehst du, ne? GmbF-Zeiten. Ist nicht so gut. Aber ja, ansonsten passt. Was geht bei euch? Ja, die Runde Ja, haben wir nicht gerade Dominik Flo durch. waren gerade am Erzählen. Ja, erzähl mal, dummer Flo, was ist da Na los dann bei euch? erzähl mal weiter. Ja, wie gesagt, wir haben, wenn ich jetzt nochmal von vorne anfange, weil du bist zwischendurch reingekommen, Urs. Ja, Wir haben gut. heute eigentlich wieder Dreh gemacht, beziehungsweise das halt mit einem Personal Training verbunden. Dominik ist ja mein Trainingscoach und wir haben nochmal, wie es bei Urs auch der Fall ist, den Fokus auf den Latissimus gesetzt und dementsprechend halt geguckt, dass mein Rückentraining wirklich nochmal jede Übung einzeln durchgegangen, da halt echt nochmal verbessert wird. Wir haben so auch ein bisschen Talks abgedreht für YouTube. Ja, ansonsten war es halt wirklich ereignisreicher Tag. Es war ein Rest-Day für uns beide. Also wir haben nicht trainiert. Wir waren einfach nur so im Gym und haben dementsprechend wirklich nur Techniktraining gemacht. Aber hat richtig Bock gemacht. Und ja, mit dem Dude hier kann man auch definitiv echt Spaß haben, muss man sagen. Ja. Ja. Was hat die Sprache verschlagen direkt, Alter? Ja, der macht den Martin Ich höre euch noch, aber ich mache den Martin, das stimmt. Aber man gerade. hört dich noch. Ja. Capri-Sonne ist gut gestiegen. Capri-Sonne-Influencer Das ist da bei uns Schwaben ist das normal mit dem Internet. Rechnung unten. wieder nicht gezahlt. Ah nee, Martin hat uns ja auch verlassen, beziehungsweise Bin ist jetzt ja im auch im hohen Norden. Norden. Ja, Mann. Digga, Ja, wie aber kann das man nach Internet ist im Hamburg Norden ziehen, genauso Alter? schlecht. Wie kann man nach Hamburg ziehen, Junge? Ja, ich wollte erst nach Berlin, aber da habe ich mir auch gefragt, wie kann man nur nach Berlin Ja, das war auch eine ziehen? Schnapsidee, aber die Maultaschen, Wie die vermisse ich schon, Junge. ist es jetzt für dich in Berlin? Ja, ist ja jetzt schon 5 Jahre her, dass wir Ja, hochgezogen sind, aber mittlerweile. sagst du, findest du es gut, findest du es schlecht, vermisst du deine Heimat?
Digga, ich sag dir ganz ehrlich, die letzten 5 Jahre habe ich von Berlin nicht viel mitbekommen. Ich habe, wie ihr wahrscheinlich auch, jeden Tag denselben Film gehabt und es fühlt sich an wie Dorf, weil ich lebe hier im Osten. Das weißt du ungefähr. Also Berlin ist ja riesig, Alter, und von der einen Seite zur anderen brauchst du 1,5 Stunden gefühlt. Deswegen habe ich so meinen kleinen Safe Space hier, meine Bude, das Gym, den Weg dahin, den Weg zurück. Und mal am Wochenende, keine Ahnung, geht man dann mal in die Stadt, aber kam jetzt auch nicht so häufig vor, weil man viel unterwegs war. Aber ähnelt, also ist nicht viel Unterschied, außer dass meine Freunde halt im Süden sind. Und das wäre halt schon mal geil, mit denen dann abends eine Runde um den Block zu gehen oder so und nicht irgendwie Videocall zu machen. Aber ja, ansonsten war es auch gut. Es war vor allem am Anfang gut, weil gerade videotechnisch und so, die ganzen Videografen, das findet man einen in Schwäbisch Gmünd, Alter, so. Kann ich mir Und vorstellen. in Berlin hast du halt da echt gute Connection. Ich meine, Wolvert weiß ja auch so, hier hast du halt viele Leute und hat man sich ein gutes Netzwerk aufgebaut, aber mich zieht es auf jeden Fall in Zukunft schon auch wieder in den Süden, so. Also willst du bald wieder zurück? Ja, auf jeden. Martin auch? Ja, ich bin ganz zufrieden in meinem Haus. Also so rein von der vom Drumherum vermisse ich schon auch den Süden, weil ich da halt auch meine Familie habe und meine Freunde so. Aber rein von dem Haus jetzt im Vergleich zur Wohnung ist es halt schon ein deutlicher Unterschied als die scheiß Zimmerwohnung, die wir hatten. Ja. Hey, es kann sich wieder bewegen, Mann. Hey, da Ja, ist er das war wieder. genau. Ich musste einmal die Kamera wechseln, dann ging's. Ja, Urs, wenn du mal Martins neue Crib sehen möchtest, bist natürlich sehr gerne am 7.12. eingeladen, uns bei der Weihnachtsfeier Gesellschaft zu leisten. Oh, ja, da was. Ah, am 7.12. bin ich in Wien noch. Ja, Ich schade. lass mich tatsächlich operieren. Was wird Meine gemacht? Nasen-OP. Wollte gerade fragen, an der Aber. Nase. Boah, Digga, willst du das wirklich machen, Alter? Weil ich habe das so oft schon erlebt, dass das im Nichts, Endeffekt Digga, mach Sinn mir keine gemacht hat. Angst, Alter. Mach mir keine Nein, Angst. ich hatte jetzt einen Athleten, der hat alles hundertprozentig korrekt gemacht, Marco. Der hat erst die OP gemacht, danach hat der im Schlaflabor seine CPAP gekriegt, danach war der noch bei einem Kiefer-Spezialisten, der hat ihm so eine Schiene gebastelt, die perfekt ist für ihn. Im Endeffekt, es bringt gar nichts und er schläft immer noch wie ein Schwanz. Was, es So. geht nur um Schlafen oder geht es um Nasenspray? Weder noch. Weder noch. Bei mir ist tatsächlich auch der Rachen, der ist verengt. Also das beides lasse ich operieren in einem. Und ich muss dann halt gucken, ob es auch ohne Schlafmaske geht. Ich werde sie wahrscheinlich weiterhin trotzdem benutzen, weil das ist schon ein Game Changer, wie ich finde. Aber ich habe halt auch keinen Bock, die dann, wenn ich 2 Tage zum Mudi fliege, irgendwie die Maske da immer hin und her zu schleppen, dass ich mal einfach sagen kann, yo, ich kann auch ohne gut pennen. Aber ja, weiß nicht, ist jetzt auch kein lebensgefährlicher Eingriff so und ich falle eine Woche aus, 10 Tage. Und wenn es was bringt, ey, warum nicht? Jetzt habe ich ja jetzt Zeit. Als du die Maske bekommen hast, wie viel hast du da gewogen? Ist es passiert, als du schwerer wurdest? Nee, Oder? tatsächlich, Bro, das hat bei mir gar nichts mit, das hat bei mir rein was mit der Anatomie zu tun. Also ich könnte 70 Kilo wiegen, ich könnte 150 Kilo wiegen. Klar, mit 150 eher tendenziell schlechter. Aber bei mir hat das echt nur was damit zu tun, weil ich hier rechts so einen Knick drin habe, den man optisch nicht sieht, aber halt in der Nase und das kombiniert. Ich habe so ein doppeltes Zäpfchen hinten. Also ich habe da nicht nur ein Ding, sondern so zwei. Ursa zwei Dinge. Nicht das, was ihr denkt. Ja, Oder vielleicht doch, wer weiß. Mehr auf meinem OF. Aber ja, das Ganze sorgt halt dafür, dass es ultra verengt ist und der Gaumen oder was weiß ich da immer nach hinten rutscht. Und ja, Schlaf bzw. Schnarchlevel ist halt schon over 9000 hier bei uns. Deswegen, jawohl. ja, nee, ich kann auf jeden Fall mehr danach berichten. Gerne. Mach's jetzt mal als Versuchskaninchen. Du kannst dir auf jeden Fall schon mal diese Tamponaden einstellen, die du reingeschoben kriegst. Die Oh sind ja, so Mann. Die widerlich, Nase. Mann. Scheiße. Hört mal auf, den Urs so fertig zu machen, der macht das nie Okay, wieder. Alter. Und Ich freue mich viel eigentlich Ben nur und auf die Jerry's Eis Jerry's essen. Eis-Eis. Endlich mal wieder Ja. schlafen. Ja. Vor allem, ich kämpfe dann immer dagegen an, so wenn ich Narkose kriege, so nee, ich schlafe nicht an, sondern einfach 7 Sekunden später. die Power der Medikamente Ich wieder. kriege da jedes Mal einen Lachanfall, Alter, von dem Gas. Die geben mir immer das Gas und dann kriege ich immer einen richtigen Lachanfall, bis ich dann wegbin. Das ist auch mal richtig geil. Hab noch nie Ey, aber erlebt.
Aber wisst ihr, was mir dazu einfällt? Wie viel fucking Operationen kann man als Bodybuilder eigentlich machen? Du kannst dir die Titten machen lassen, du kannst dir den Bauch, die Hernia, das sind alles so Standarddinger. Also wer von euch hat schon Gyno-OP gemacht, Handpeben? Gyno-Bauchnabel. Ja, das so, Digga, das kannst du eigentlich, bevor du mit Bodybuilding anfängst, Ja. kannst du das eigentlich schon machen. Ja. Und C-Pub bestellen. So Ja, ich habe keine Starterpakete. C-Pap, habe keine Gyno, habe keinen Bauchnabelbruch. Ja, siehst halt auch Ja. Ey, ich wurde auch in Schutz genommen, Mann. Ich wollte auch so eine Nasen-OP scheiße machen, aber ich habe es nicht gemacht, weil ich Angst hatte vor den Zäpfchen. So, jetzt ist raus. Dafür hast du Hand gemacht, Digga. Ja. Stimmt, Moment. Karpaltunnel gibt es auch noch. Was gibt es denn Stimmt, noch? ah, Hand Karpaltunnel. hast du doch gemacht. Scheiße, ja, Stimmt, war Karpaltunnel. doch scheiße, Ja, ne? ich wollte gerade sagen, Karpaltunnel, ja. Dieser komische Steinhand, Alter, was du mir gezeigt hast. Ja, krass, Aua, ne? Ist weg. aua, Kann krass. meinen Daumen nicht mehr bewegen, nicht mehr aufmachen. Hier ist Feierabend. Ach, Das krass, ne? war's, Alter. Oh, beide, aber warte mal, deine beiden Hände sehen unterschiedlich aus. Ja, weil Ein der Daumen nicht mehr Fünftel zu sind bewegen über. ist. Also die ganzen Finger, oder? Warte, sehe ich Ja, ihn? Die ja. linke Hand Die ist Finger sehen komisch aus. korrekt. Krass. Ach, Tobi ist auch da. Was geht, Alter? Jetzt sehe ich das erst. Alles cool bei dir? Top, top. Alter, wo kann ich denn alle sehen? Bist du auch in Prag am Wochenende? Natürlich. Ja, geil. Wer ist Wisch in mal Prag alles? rüber. Ist ja ein großes Teamtreffen. Ja, Ja, safe. Einige am Torben, bist du Start. auch da? Torben, bist du auch da in Prag? Nein, leider nicht, leider nicht. Torben, brauchst du ein Ticket? Ha, Urs, du hast ja wieso? gerade Ich dachte, ein Helene Unwohl kommt mit. gesorgt, ne? Bitte? Ich dachte, Helene kommt mit. Urs hat ja gerade schon Unwohl gesorgt mit seinem Ich habe da vielleicht Post. sogar noch ein paar andere. Also ich, ja gut, ich sag's besser nicht. Nee, ich hab keine Tickets, Leute. Ich habe keine Tickets. Wir Ja, quatschen später. Urs hat geil. uns in Prag verlinkt in seinem Beitrag und jetzt geht es Ja. durch ganz Instagram rum, dass Ja. Prag startet. Ey, stimmt, ich habe gerade gelesen, Urs geht in die Open. Ja, Ja. genau. Ist immer so lustig, Digga. Das ist Ja. so, ah, herrlich. Mal ganz ehrlich, Urs, wie soll hat's gekitzelt? Also gehört das, dass das CBAM in Prag steht, dass du da einfach auch mal mit auf die Bühne gehst? Ey, ich wusste das ja einen Tag nach dem Olympia, dass der startet und Ja. mir ist so schwer gefallen, dich zu halten. Und ich habe Du Stefan bearbeitet, dass der mich da starten lässt, weil ich hätte übel Bock gehabt, aber hattest Bock, ja? ja, komplett. Also In der Open oder was? ja, schon. Wie viel? Geil. Weil, Digga, jetzt habe ich 108 Kilo und ich sehe, ja, gut, jetzt, ja, keine Ahnung. Kann ich nicht wirklich beschreiben, wie es passt vom Look, aber wäre halt schon geil gewesen so. Aber ey, alles für den Euro nächstes Jahr. Deswegen brauche ich meine Health Phase jetzt sozusagen, beziehungsweise eine Zeit mal Ich und ohne. Justin haben dich ja im Bunker gesehen. Ich weiß nicht, was du da gewogen hast. Und da sagst du, also danach hatte ich keinen Bock mehr im Bodybuilding zu starten und bin in die Classic gegangen dann. Aber ich glaube, da hatte ich glaube 114 oder so. Das war, Ja, und da ja. hast du noch Streifen im Quad und alles. Da warst du noch super in Form. Ja, aber die hatte ich auch mit 128. Das Ja, ist ja so. gut. Also, das sind dann eher so Rücken und so die Details, die dann mal weggehen. Aber weiß ich nicht. Cool wäre es gewesen, aber ich bin gespannt, wie er ausschauen wird Ja. zwischen den Was ist denn deine Athleten. Prognose? Ich wollte gerade Arte. sagen, Starterliste müssten wir uns auf jeden Fall heute noch angucken. Die ist ja raus, Ach, ne? ja, Ja. kann ich direkt auch. Prediction. Wollte Ey, eine Prediction. macht Emi jetzt mit? Oder ich habe nur sein Video gesehen, wo er sich ein bisschen abgefuckt hat. Ich hätte noch weiter vorne gesehen, ehrlich gesagt, aber ich finde es schade, wenn er da jetzt nicht startet. Wäre Der richtig Liste schade. war er nicht, auf der Liste war er nicht. Ach Allein echt? wegen so, allein wegen Promo und so wäre es auf jeden Fall richtig gut. Ja, hier ist die Aber hättest du ihn Startliste. tatsächlich auf A2 gesehen, Ich Urs? wollte gerade sagen, Weil wie er hat weit ja da den vorne Sprung denn? gemacht, ne? Ja, ich war nicht live da, dann ist immer schwierig zu sagen, das wisst ihr ja, aber. Weil wenn du dir Akim anguckst, Akim, außer diesem Akimbo, schwarzen Schnitt Alter, so. Akimbo ist schon geil. Ich hätte den eher auf 1 gesehen und Digga, Ja. Brandao war voll fett, Alter. Ja. Oder Der sieht dünn aus, fand ich. ja, der hatte so beides nicht. Wäre der richtig in Form gewesen, dann klarer Sieg, aber ja, ich hatte aber auch nicht den Horst, hatte ich auch nicht auf. Was war der 4, gell? Ja. Ja, Ja, da auch der hat mich Christian voll Wolski war da enttäuscht. vorne. Ja, Ich war der. der Wolski sieht gut aus, Mann. Aber so ist es halt. Was soll man machen? Aber wie siehst du denn jetzt die Chancen von Sibam am Wochenende in Prag? Relativ gut, weil ich glaube, die Details in seinem Körper
Die werden so rausstechen. Ich glaube, massetechnisch kann der auf jeden Fall nicht mitmischen. Also vorne, was jetzt Martin und so angeht. Aber ja, muss man gucken, ob die halt das Game spielen, den jetzt dem zu voll zu machen und sich zu sehr auf dieses Gewicht zu versteifen. Ich wäre eigentlich bei dem detaillierten Granit-Look geblieben Ja. und hat damit halt eher die Stärken ausgespielt. Weil massetechnisch wird er da nicht hinterherkommen. Aber Top 3 ist auf jeden Fall drin. Also ich glaube, Martin holt das Ding auf jeden Fall, Ja. weil er jetzt nochmal besser ist wie beim Olympia, also habe ich gesehen. Und ich bin gespannt, ob der Giant Killer ein paar Giants killt, weil ich glaube, Clarida, den schreibt man immer so gern ab, aber der ist halt auch saugefährlich, Mann. Ja, Reader auf 2. Ja, dann würde ich tatsächlich sogar auch sagen. Dominik sagt auch, Reader auf 2? Clarida auf Ja, 2. hast du auch. Ja, Danke. das, also nach dem Update, was jetzt dein Coach Stefan Kietze gepostet hat von ihm, dieser Sprung von Olympia vor mit diesen 83 Kilo, die er hat. Ich weiß nicht, weißt du, wie schwer er jetzt aktuell ist, wie viel er draufgekommen ist? Nicht viel mehr, also nicht unbedingt schwerer, aber halt ein anderer Look irgendwie. Das ist Wollte gerade halt sagen, es kommt doch überhaupt nicht aufs anders. Gewicht an, auch nicht bei Silber, meiner Meinung nach. Es kommt einfach Ja. darauf an, mal zu sehen, wie der wirkt überhaupt neben den anderen. Weil Ja. ich meine, ich habe, also ja, es ist nur mal, ja, weil wisst ihr, was ich meine? Also das Gewicht ist teilweise so nebensächlich, wenn ich mir jetzt auch, um mal so den Schwenker zu Rumänien zu machen, wenn ich mir jetzt auch zum Beispiel Mike neben Holweg anschaue. Holweg hat ja sein Gewicht gar nicht verraten, Alter, deswegen wird der ultra leicht gewesen sein, denke ich. Ja. Aber der hat halt einfach mega krass ausgesehen, so muss ich sagen. Der hat halt auf der Bühne einfach gewirkt. Das war halt, ist halt immer so die Sache, ne? Ich glaube, Und wir das können funktioniert nämlich ein, bei Sie beim auch, wie ich der glaube, dann wir können wirkt. auch ein für alle Mal sagen, dass Gewicht scheißegal ist, wer das noch nicht in seinen Kopf reingekriegt hat. So, es war mein leichtester Olympia dieses Jahr und ich sah am besten aus und es ist, Ja. keine Ahnung, Flex Wheeler sah am geilsten aus, wo der am leichtesten war und Sean Roden Gutes. hat ein Olympia mit 108 Kilo gewonnen, so. Also, Martin wiegt jetzt Ja. 230. Das ist 100, das sind 103 Kilo. Das Wie ist würdest du mein dich Weight. selber einschätzen in dem Line-up? Sagen wir Was? jetzt, du hättest nach der Olympia weitergemacht. Wo hättest du dich gesehen in den Boah, Top 5? Digga. Ich weiß gar nicht mal, wer startet, aber auf jeden Fall nicht Ja, in den schauen wir uns Top das doch 5. an. Wir schauen uns das mal an. Boah, wie soll Komplett so. ehrlich. Von denen, also wir haben erstmal Roman Vegas, da gibt es ein Profidebüt. So, Ach, an dieser ja. Stelle. Ach, Herrgott. Ja, Ansonsten von den Namen, die Legenden. man erwähnen werden sollte, sind einmal Gibt so Chris Bumstead, viele. of course, Mike Sisler, Sean Clarida, Martin Fitzwater, Holweg. Wen haben wir noch? Harry Lehner, das ist ein österreichischer Harry, Athlet. ja, der. Ja, stimmt. War der nicht Mario ist eine auch? coole Sau. Der ist auch bei Manuel, oder? Der ist cool Das drauf. ja, das ist bei Wirklich. Manuel, Ja, dann haben wir hier, auch dass er jetzt Horst Marcello heißt, auch geil. ja. Das Pferd Marcello. Andrea Presti und halt nochmal Christian Wolski. Boah, Press, die startet auch. Der holt jetzt auch richtig Ja. krank. Krasses Ja, das braucht Line-up. man jetzt Ja. sagen. Also, was ich auf jeden Fall sagen, das ist interessant, weil ich könnte ja Also, Heu wegnehmen, weil letztes Jahr ist er ja auch in Prag in der Classic gestartet. ja. Und je nachdem, wo der sich platziert, wäre ich vielleicht ein, zwei, drei Plätze vorher. Kommt drauf an. Ja. Also können wir mal abwarten, aber ich habe echt kein. Ich weiß halt auch nicht, wie man wirkt so daneben. Das ist auch, klar habe ich mit Martin im Studio gepostet und was weiß ich, aber ihr wisst, Bühne ist immer was anderes. Das muss ich immer wieder erzählen, als ich da zu meinem ersten Olympia spaziert bin und Backstage Terence gesehen habe und mir dachte, der ist irgendeiner, der das Wasser verteilt oder so von. Also, der hat ein T-Shirt an, dann hat Oder er das schwarz ist oder was? ausgezogen. Ja. Ganz genau. Jetzt bin ich offiziell der Rassist in der Runde. Mal nicht Wolbert. Aber da dachte ich mir auch, Junge, was hat denn der hier verloren? Und dann habe ich so Wesley und Fabi gesehen, Backstage zum Beispiel damals, Fabi Mayer noch, dachte mir, Junge, was sind das für Kolosse? Und dann auf der Bühne, keine Ahnung, hat der Terence so rasiert, der ist ja auch Zweiter geworden damals. Ja, alles so eine Illusionssache, deswegen, keine Ahnung, ich bin froh, mir das auf jeden Fall live reinzuziehen dort. Und dann, ja, zu gucken, ey, wie viel ist da wirklich so zwischen offene und Classic? Weil du siehst ja auch schon oft, jetzt holen ja voll viele aus der Classic, also die mal Classic starten wollen, im Bodybuilding, die Pro Card, und gehen dann rüber in Classic, weil irgendwie das Line oder die Lineups im Bodybuilding schon schlechter sind bei den Amateuren. Und
Ja, gehen dann so den Weg über Bodybuilding in die Classic. Weiß ich nicht, ob das bei den Profis auch so ist, aber ist halt auch so unterschiedlich, Alter. Weil guck mal, der Ding hat ja auch gewonnen jetzt gegen den der Ding gegen den Ding, ihr wisst Ja, schon. klar. Ja, ein Bums ist der gestartet letztes Jahr. Ja. Der Akim ist ja auch jetzt übelst massiv und der Ding hat trotzdem gewonnen. Ach, wie heißt der Brasilianer, Alter? Ja, Brandao. Rafael. Ja, Brandao. Brandao. Mach mal eine Ja. Prediction. Tom? Ja, können wir sehr gerne machen. Prediction. Boah. Mit Wetteinsatz, mit Wetteinsatz. Wir haben noch nicht mal die alte ausgewertet, Alter. Ja, was ist denn Boah, da das schon ist schlimm, los? weil ich verliere, Doch. Alter. Welche alte für Rumänien habt ihr auch eine gemacht, oder was meinst Ja, haben du? wir auch gemacht. Ja. Ja. Ah, okay. Habe ich da mitgemacht? Nee. Wer hat gewonnen? Ich. Was? Ja, wissen wir noch nicht. Weiß ich Und nicht Torben hat mehr. gewonnen. Das war jetzt letzte Woche. Ah, ich habe die Ja, gerade weggelöscht, Alter. Wo weil sitzt du du eigentlich, verloren Torben? hast. Nein, 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 ich war ziemlich gut. Ja. Ja, das kann ich auch Ey, ich sagen. hatte die Top 4 auf jeden Fall richtig, ich hatte aber tatsächlich Mike auf. Wie, du hast die weggelöscht? Warte mal, Ich wie? habe das gerade weggemacht hier. Drück Also mal ich. Strong und F. Strong und F. Ich hab einen Apple. Was muss ich jetzt drücken? Halt Steuerung Kommando und nicht F. Strong, Alter. Kommando F. Und jetzt? Kommando F. Ja, passiert nichts. Strong, Nee, du Strong und musst F F. drücken. Ja. STRG. Vielleicht Wie lösche viel ich uns hier. Bodybuilder willst du sein? Hier oben Okay. bearbeiten und dann rückgängig machen kannst du, glaube Das ist ein neues Dokument jetzt, Leute. ich. Ach so. Ja, dann mach doch das alte Aber auf. wir können in die alte Massenkonferenz reingucken und dann werde ich das noch aus. Da steht das ja Stimmt. alles drin. Ist ja alles festgehalten. Keine Oh. Sorge. Du für ein Auf Lehrer. Wir wollten Video. doch so eine Geschichte für das ganze Jahr machen, dass Ja, machen wir. wir nächstes Jahr. Ja. Fangen wir mit Frage an. Wir können erstmal hier eine Prediction machen. Also, wen haben wir heute dabei? Martin ist dabei. Ich denke, Flo aber ist. wir machen jetzt wieder eine Projection, dann löscht du die, ne? Nein, ich lösche die Aufpassen. nicht. Ich speichere die jetzt ab. Ja. Mann. Wo sitzt du da eigentlich, Torben? Im Keller. Oh. Hat Aus wie bei Saw. hab ich auch Martin gesagt. auch gesagt. Ja. Dominik auch. Und warum sitzt du im Keller oder sollen wir da Seine nicht Frau hat hingehen? ihn zurückgebracht. Ja, Und genau. wir sind beide zusammen. Warum macht ich das? Tom und ich sind ein Team. Ich schnarche zu laut, ich werde rausgeschmissen. Warum macht Stress? Nee, Sieht ich aus, als würde er bei Montana Black in der Bude sitzen. will hier so ein Ja, geiles Podcast-Studio Mann. aufbauen, deswegen. Ja, und außerdem macht meine Frau Stress, genau. Warum hast du eigentlich Dwayne und Torben zusammen? Weil wir Hab ich? zusammengehören, Mann. Ist so. Hast du gesehen, Dwayne, wir sollten in ein Zimmer gehen zusammen. Ja, stimmt. Was war das eigentlich? Von wo Big kam das? Brother. Okay, let's go. Dwayne und Torben. So, machen wir mal eine Top 5. Ne? Hier an der Seite seht ihr noch die Namen. Ja. Wer mag beginnen? Ich Du. glaube, wir alle machen Martin auf eins, oder? Ja, Das ist also. doch Urs Anfang, der ist der Gast, oder? Oh, Ja, natürlich. Digga. Wow. Ja, weil du so frech warst zu mir die ganze Zeit heute. Ja. Du bist so einer, Wisst ihr, welchen Vergleich ich richtig gell? interessant finde? Chris Bumstead gegen Andrea Presti, weil die von der beide Ja. halt relativ dominanten Oberkörper haben. Ja, aber Chris hat bessere Beine, glaube ich Ja, jedenfalls. eben, Würde ich auch aber sagen. oh, Und das einen ist besseren trotzdem. Trizeps. Jetzt stellt euch einfach mal vor, Chris ist richtig, sieht einfach kacke daneben aus. Ich frage mich Einfach wirklich, so wie sie in das machen. zwölften Stellen in den dritten Callout ganz rechts so. Ah. Aber das kann nicht passieren. Das wird nicht. Das Ja, hier, nochmal. das ist Worst Case. Sebam kommt nicht ins Finale und steht Ja, Sonntag also nicht auf der bitter. Bühne. Digga, alle Nein. Was Sonntagsticket ich werden mich bei dieser verkauft. Situation frage, ist, Nein. ob die den dann nochmal ans Mikro holen, dass er noch ein paar Worte sagt oder Ja, ob klar. die Sonst hast du Tickets. Standard-NPC-Geschichte durchziehen und einfach so, er ist nicht im Finale und dann kriegt er auch keinen Auftritt Verpiss mehr. dich So. so. Ja, Digga, die muss er nach stellen den Hause dann fahren gleich für alle irgendwo auf anderen die auch. Expo, dass er Bilder machen muss, noch sonst. Ja, wahrscheinlich. So, ist er raus. Wen hast du auf eins? Ich habe Martin auf 1. Dann muss ich meinen Classic-Kollegen auf 2 packen. Das Ehre, wem Ehre gebührt. Dann habe ich Clarida auf 3. Dann habe ich, ja, die war Claudia. noch hier. Nämlich Die Claudia. klauen ja aus der Figur. Mann. So. Boah, jetzt ist halt Presti oder Wolski. Ja, So. das, ich wollte gerade sagen. Polski oder Italianski. Was von den anderen Namen, die man nicht Komm, so. mach mal Wolski auf Mhm. 4 und Presti auf 5.
Nee, ne? Okay. Ich glaube, zwischen den fünf wird sich auch entscheiden, tatsächlich. Ja, Ja, safe. Jan Turek kenne ich noch, aber. Der war Ah. jetzt Ja, Zwölfter warte in mal. Rumänien. Horst hat aber doch Wolski geschlagen, auch wenn es unzurecht Stimmt. war. Ja, aber Ja, ist ein anderes, anderer Touching-Panel, Alter, ist egal. diesmal ist El Gundi nicht dabei. Also. Ja, okay, stimmt. Diesmal macht das Steve, oder? Steve Weinberger? Ja, Ja, und guck. Okay. der ist schon hart. Und da ich weiß, dass Wolski New York gestartet ist letztes Jahr, Ah. kennt er den schon. Wer will als nächstes? Ich war als nächstes. Ich habe Tobi vergessen hier, oder? Ja, guck mal. Ja, ich darf nicht. Doch, du darfst. Du musst. Wegen So. einer Spielsucht. Damit es nicht langweilig wird, ich mache Sibam auf 1. Oh, das wollte ich schon machen, Mann. Wollte ich Das auch finde ich machen. ja. Martin auf 2. Ja. Clarida auf 3. Weil einfach weil der Olympia ist. Aber jetzt Echt? mittlerweile Presti auf 4. Weil der Olympia So, war. irgendwas hat Torben mit einer Claudia zu tun, weil da steht die ganze Zeit Claudia. Ich glaube, Ja, du musst ich. Jenny mal, Ja, so du musst Jenny mal automatisch einen Tipp Progresso. geben. Guck Deshalb dir ich mal schon die Sachen gespeichert, hier ich mal hab erst dich an, schon gespeichert. Ich sitze doch schon im Keller, bitte. Mann. Ich sitze doch schon im Keller. Torben hockt im Übrigen bei Claudia daheim. Das ist bei Claudia Genau, zu bei Hause. Claudia. Martin, bitte, du musst mir jetzt erklären, wie du sagst, also warum du sagst, dass Chris Bumstead vor Martin kommt. Das musst du mir jetzt erklären, Alter. Das Ich wollte würde ich auch zu einfach nur, gern dass wir wissen. alle nicht dasselbe Ergebnis haben. Also ich glaube, also realistischer ist natürlich, dass Martin gewinnt. Ne? Und ich glaube halt, dass Martin auch die Form trifft, einfach weil er bei Stefan ist und der ist dafür eigentlich bekannt, dass da die Leute die Form treffen. Ich glaube aber auch, Bumstead wird im Line-Up der härteste sein. Ich glaube auch, dass er härter sein wird als Martin. Aber die Auf gar Masse, keinen Fall, die Digga. Masse. Weißt du, wie hart Martin ist? Ja. Sorry, aber der ist so. Der wiegt 230 jetzt. Der hat beim Okay. Olympia 245 gehabt oder so. Oh, okay. Wow. Das Also, wird out. der Okay, ist schwierig. finsterhart. Ich glaube halt in der Rückansicht ist Martin besser als Sibam. Ich finde, Das ist ja. wo alle Ja, Olympia wirklich besser sind. allround mehr. Da Ich sind glaube, es alle ist vier besser, Bro. zu glatt. Boah, jetzt machst du mich unsicher. So. Ich lasse mich. Ja, aber Digga, das ist Martin Fitzwater, der wurde Vierter bei der Olympia. Ja, Ja, ich gell? weiß. Ich weiß. Also, Also, lass es so stehen, ja, so lustig. Sibam wurde Lass stehen, Erster. lass stehen, lass Ich stehen, lasse lass es so stehen. stehen, damit es ein bisschen spannend ist. Aber ich Okay, glaube okay. auch eher, dass Martin realistischer ist auf 1. Aber lassen wir mal so stehen. Also man muss es einfach nur Pose für Pose durchgehen. Und da Ja, sehe gell? Gell? Man tut hier gerade so, als wäre das irgendwie knapp oder so. Ja, boah, wäre alles, Digga. Das wird ich. über Das war Lights so. out, was Ich ich hier weiß nicht, welche höre. Pose ich dann Sibam geben würde. Vielleicht die Sideshow für die Ästhetik, aber Martin von der Seite, das Bein, der Arm, Alter, Abfahrt. Ja, Übrigens ist Quatsch. eine Das Pappe Bild, am Start. was ich heute gesehen habe, neben Michi in der Sidechest, also ich habe selten eine schönere Sidechest gesehen und ich glaube auch nicht, dass da Chris gegen anstecken kann, glaube ich nicht. Oh, mach Martin auf Aber weit. Leute, es gibt Ja, nicht. Rückzieher gibt's nicht, Junge. Nein, Ja, aber sorry, es gibt nichts zu jetzt so diskutieren. lass ich Martin wird stehen. gewinnen. Also. Seit du Hamburger geworden bist, hast du dich verändert, Das, Bro. ja, sagen alle, wirklich. Wir müssen mal ganz kurz unseren Gast C-Pump begrüßen. Wo ist Jo, der? hi. Wo ist der? Scroll Wo ist runter. der? Hallo. Durchsichtig. Ich mache kurz die Freigabe weg, da seht ihr ihn auch. Ah, oh. Der hat sich gerade reingesneakt hier. Ich Warum sehe sehe ich immer ihn noch nicht? nichts. Los, ey. Ach da, hi. Mach mal auf Galerieansicht. Hi. Ja, habe ich, aber irgendwie ist da zu Jetzt viel ist los sie hier. pumpt mit Urs in einem Podcast, Junge. Wie geil ist denn dein Gewinn jetzt bitte, Das wird der hä? Titel sein. Ja, C-Pump und Torben, Urs. Torben, den 50er gibst du mir später Ja, okay. dann. Geht auf Kevins Nacken heute. Der hat dich eingeladen. Genau, auf meinem Nacken. C-Pump, wo ist dein Schnauzer? Ich dachte, das kommt von C-Pump. Das ist so eine Ableitung. Ja, safe. Nee, das waren meine Initialien. Also Christopher, darum C. Und mein alter Nachname war Pinkle, darum habe ich Pump draus gemacht. Ah, Ah, ja. jetzt habe ich mittlerweile geheiratet, das heißt, ich koche, ist ein bisschen einfacher. Eigentlich müsste ich mir jetzt ändern, aber ich lasse es so. Guck mal, C-Pump hat ordentlich Masse draufgepackt für Prag. Jawohl. Wo wir gerade bei Prag sind, du darfst mal deine Prediction abgeben und danach kommt natürlich auch noch dein Einsatz hier. Moment, Numbers, da müssen wir hin. Also ich wäre eigentlich sogar mit Martin mitgegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was? Also Ist auch Martin auf verrückt. 1 oder wie? Also Nein, er nee, meint also er ich meint mich. hätte Zibam auf 1 gesetzt. Das musst du. Ganz kurz. Ganz kurz. Fanboy. Also, ich muss mal kurz festhalten. Ihr seid der Meinung, dass Chris Bumstead, wenn er in der Open startet,
eine Top 3, eine Top 4 Platzierung bei der Olympia bei der Open machen würde. Weil ich Digga, hätte auch Samson auf weil der er nicht 1 mit seinem gesetzt. Classic-Look kommt. Versteht ihr nicht, dass der nicht mit seinem Classic-Look kommen wird? Der wird Trotzdem nicht. Feuer Kevin, frei, Alter. Kevin, das ist easy. Martin Fitzwater, Alter. Ich würde auch sagen, Ryan Terry holt das Ding in Platz. Ja, ich kann es mir Ja, Nein, ihr seid, genau, wild, wunderbar, Ryan. was ihr wollt. Man muss es ja immer sagen, Ihr selbst verwirrt wenn mich. Sibam deutlich schwerer kommt, sind ja jetzt keine Muskeln. Ja, Er Glück. wird einfach nur mal richtig, richtig voll sein, so ein bisschen vielleicht 2 Kilo mehr Muskeln haben, die er vorher weggeschmissen hat. Ja. Der muss sich nicht mehr reinpressen und wird, glaube ich, nicht diese ultra-grainy-Härte bringen, sondern vielleicht ein bisschen Open-Härte plus. Ja, sehe ich auch so. Aber er wird Aber trotzdem nicht abkacken. Also. nein, aber ich bin jetzt immer in diesem Vergleich mit Martin Fitzwater, Alter. Also ich, So verrückt. egal, wir werden gucken, wir werden sehen. Aber das Nicht ist so ja eine das Spannende, dass Größenunterschied. man nicht weiß, wie die nebeneinander ausgehen können. Das ist ja das. Sieben Zweierfeld. Ja. Martin so weg und die dann so ein Ja. Zweierfeld. Hat denn Ja. irgendjemand eine andere Reihenfolge außer Ma Martin Fitzwater, Ja, Sibam? Okay, vor Ryan. hier, das Team. Ja, Ja, hau raus. also wir sehen Martin auf 1 und danach geht Martin weg ins Backline-Up und es gibt einen Zweiervergleich mit Sean Clarida und Sibam, der für Sean Clarida ausgeht. Jawohl. Ja, so hätte ich es auch gesagt. Ich tendiere gerade Schau dir. tatsächlich auch dazu, ne? Und Weil. danach Presti und dann Wolfski. Ich sehe Ja. das leider nicht, Urs. Ich glaube, dass Presti noch ein bisschen, ja, weiß ich nicht, mehr Fleisch mitbringt als Wolfski. Ja, ist nur der Pole, nicht der Pole, der in mir Ja. Dommel, siehst du den Jungen genauso wie sehen will. Flo? Ja, wir haben uns abgesprochen. Dommel, was macht denn Tätowierer? Ist er schon da? Digga, weißt du was? Wenn du das nicht bald machst, dann komme ich mit einer Tätowiermaschine für Bernd, dann tätowiere ich Was dich, haltet ihr Alter. davon, wenn wir auf der Massenkonferenz live jemanden holen, der das Warte, macht? ich rufe sie nicht mal an. Boah, Ja! das wäre krank. Das würde ich organisieren. Das würde ich Ich mach kein das. Ich Problem. mach das. Ja. Ich habe ihn angerufen Kevin und schon. tätowiert Dommel. Ja, Ey, ich habe Mann. tatsächlich Live. schon mal tätowiert. Ich Hä? habe eine Freundin in Dragon Ball auf die Wade tätowiert. Ich kann das. Ich mache das. Ja, alles Nein, ich bin klar. auch. Ich Kein habe mir Witz selber auch jetzt. schon ein schönes Tattoo tätowiert. Ah, das warst du selber? Darf ich noch nicht zeigen? Nee, ein Verdammt. anderes. Ach so. Wollen wir noch ganz kurz die Predictions machen, damit ich den Bildschirm hier wegmachen kann? Ja. Kevin, hau raus. Ich sag, ja, leider so genau wie Domme und Flo. Bei mir auch, weil Verrückter. Steve Weinberger hat es sehr kritisch gesehen, dass Chris Bumstead in die Open geht, also wegen der Masse, das hat er ja so betont. Ich Die scheiße Spinne. glaube tatsächlich nur nach dieser Aussage von Steve Weinberger, dass Clarida auf den dritten Platz kommt. Das ist ein gutes Argument. Ja, also der wird da sehr kritisch und genau darauf achten, wie er massetechnisch neben den anderen wirkt. Die denken, die alle Judges denken, die ist nur Chris. Ich fick Ich denke, dass tatsächlich so. Tobi und jetzt. Sipam, dein Name ist auch Chris, ne? Irgendwer Ja. anders? Ja. Ja. Nicht Christi und Tobi und Chris, ihr Sibam. dürft nochmal zu Ende machen. Also ich würde sagen, Ich würde auch. Martin, So. Mach Sibam, du, Tobi. Clarida, Presti, Ich kenne die Wolski. anderen Nee, tatsächlich so nicht. nicht. Nochmal, Sipam, Sibam, Clarida. genau, dann Clarida, Presti und Wolski. Genauso. Ja, so würde ich es auch sagen. Das wird aber ein langweiliger hier Dingsbums. Na, Also langweilige ich würde sagen, Prediction. das ist jetzt sehr voraussehbar. Sibam kann auch auf 3 gehen. Clarida ist der komplettere Bodybuilder, in Anführungsstrichen. Die Ja, Frage ist Claudia. Da ist sie ja, wieder. Zweiervergleich mit Clarida und Bumstead, Digga. Ja, Das wäre das schon denke ich krass. auch. Clarida und Bumstead stehen nachher nebeneinander. Das wollen doch die Leute sehen. Okay. Oh, das wird Alter, wieder phänomenal. schön im Richtig Blauen. toll. Bevor wir gleich noch weiter kurz Ja. über Prag sprechen, weil wir müssen auch noch Rumänien ein bisschen aufarbeiten, gerade was auch die Figurklasse angeht, würde ich jetzt Scheiß auf erstmal ganz kurz. Rumänien, Alter, es juckt doch keinen mehr. Scheiße. Haken. Würde ich trotzdem ganz gerne einmal Chris kurz zu Wort kommen lassen, denn Chris hat tatsächlich ein Gewinnspiel gewonnen, hier kurz dabei zu sein. Und vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen und dann gehört natürlich auch ein bisschen die Zeit dir und zu fragen, worauf du Bock hast. Also, wer bist du erstmal? Hallo. Hi. Ja, ich bin Christopher, 32 Jahre jung, alt, mach den Sport, ich nenne es mal Bodybuilding, mache ich jetzt seit
gut 10 Jahren. Bin 2016 bei der Pro Bowl Classics gestartet in der Schweiz. Ach, In Pro. ja, in der Mittelgewichtsklasse. Hab da jetzt keinen krassen Platz ergattern können. Es war wirklich nur rein für mich, weil ich auch früher übergewichtig war und ich wollte es mir einfach mal selber beweisen, was geht, was man aus seinem Körper machen kann. Und jetzt strebe ich es nochmal an, vielleicht nächstes Jahr nochmal auf die Bühne zu gehen. Ja. Ich habe auch eine kleine Tochter. Und es ist natürlich cool, wenn die dann unten sitzen kann und mal hochwinken kann, was der Papa so macht. Ne? Quasi fast wie bei Enrico. Fast wie bei Chris Bumstead, meinst du? Oder bei Chris Bumstead. Einmal ist er wieder da, Alter. Die ganze Fast, Zeit Alter. Ist ist. fast sein Alter, ja. Ja, das ist jetzt so. Ich bin natürlich jetzt deutlich schwerer als 2016. 2016 war ich mit. Wurde ich mit 75,5 eingewogen. Ging natürlich auch viel, viel schief damals, was man so gemacht hat. Hab ich zwar einen Coach gehabt, aber war im Endeffekt auf mich allein gestellt. Was bei Domme, ne? Hab auch so entwässert, wie Martin heute in seine Story gepostet hatte. Ah, Musste ich gleich jawohl. ein bisschen lachen. Sehr Also ich bin gut. auf die Wer Bühne hat früher gegangen, nicht so habe. entwässert, Alter? Jeder hat früher einmal so entwässert, glaube Jeder, ich. jeder. Man war Okay. knüppelhart, aber flach. Ja, und hat Ja, genau. Kopfschmerzen gehabt und Krämpfe ohne Ende, Genau. Alter. Also ich bin Ja. rausgegangen, hab angespannt und ich dachte so, oh fuck, meine Wade, oh fuck das. Ich dachte mir so, Ja. scheiße. Eigentlich will ich nur noch runter hier wieder. Ich dachte, ne. Und es war ja ein Naturalwettkampf mit Lügendetektor-Tests und Lügendetektor. Urinprobe und alles. Aber als die Jungs, die sich neben mir ausgezogen haben, ich dachte mir so, ne. Also niemals alle waren natural. Also ich Sag glaube, Urs dazu, der ist doch ehemaliger GmbF-Athlet. was Früher haben die mit Speeren gejagt. Ja. Patrick. Wo warst du bei Pro Bro Classics? Ja. Warum? Ja. Nee. Ich dachte nur, keine Ahnung, weil du ja auch gesagt hast, entwässern und dann dachte ich, hey, war das ein enhanceder Wettkampf? Nee, war Aber natural. Musst du entwässern, weil das. Okay, ich verstehe schon. ja, weil es ja auf der Dopingliste steht. Aber Nee, vielleicht da natürlich haben entwässern uns mit die Dopingliste auch Hafertee. gezeigt. Also da stehen Sachen drauf, 2 Wochen vorher kannst du dir noch blaue Herzen schmeißen. Ja, Das ist Bro, ein Alter, Quatsch. Das ist. Lügendetektor-Test ist ja auch Ja, den lächerlich. musst du nicht zweimal machen. Weil du darfst nicht Indianer wechseln. Ehrenwort, ich nehme keine Steroide. Ja, Schwör deine Mutter, schwör deine Mutter. schwöre. Ja, genau. Das ist das Nehmen neue Sie Namen. natural. Ja, okay. Sie können starten. Ja, wie läuft das ab? Sitzt da wirklich auf so einem Stuhl, wo du da dann irgendwelche FBI-Menschen neben dir sitzen, deine Hirnwellen ausarbeiten, oder? Also du kriegst, also auf der Brust kriegst du einen Haufen Sensoren, an den Fingern, dann sitzt du wirklich da und du kriegst vorher die Liste mit den Fragen und da kommen so Fragen, haben Sie schon mal, also haben Sie vor zu lügen, so die dritte Ja, Frage. hast du schon Ja, mal nein. gelogen in der Arbeit So, oder in wichtigen dann Situationen? und dann haben Sie mit einer Lüge schon mal jemanden in Ihrem Umkreis ernsthaft in Gefahr gebracht und so. Ich denke so, Mann, was stimmt denn mit euch nicht? Also, nee. Also, und dann darfst du, wie gesagt, nicht mit dem Kopf nicken, nicht schütteln, weil dann muss es wiederholt werden. Und also ist ganz wild. Musstest du auch den Urintest da machen von Das muss nur der? die Top 5. Nur die Top Ja, 5. Digga, das musste ich machen. Ich dachte mir, ey, ich sag's euch, das war, wie zur Hölle sollst du es machen? Ich kam mir eh komisch vor, weil dieser Doktor damals, ja, ganz weirder Typ war. Und dann musste ich da in so einen Raum rein und dann musst du den Becher mit einer Hand rausholen und darfst ohne dein Genital zu halten in den Becher pissen. Dann frage ich den auch, Digga, wie soll das funktionieren? Und dann musst du so, Musst weißt du fein dosieren. du so, ja, du hältst so den Becher, aber darfst dein Ding nicht anfassen, so, und musst dann in den Becher pissen. Dann Ja. frage ich mich auch, wie machst du das? Und der guckt dir währenddessen so da drauf. Ich dann gar nicht, Alter. Ich könnte gar nicht, ich könnte direkt wieder nach Hause fahren. Ich Nicht erwische nur so, von den Alter, Bullen. sondern so. Ey, Digga, könnt ihr das, wenn euch einer auf den Schwanz guckt? Ich bin mal von den Bullen aufgehalten worden und musste pissen. Ich habe 1,5 Stunden gebraucht, damit ich pissen konnte, Alter. Und ich bin fast geplatzt. Och nee, ich finde Ich das kann ist das wirklich. nicht.
Also ich glaube, ich Danach könnte dann es, aber noch nie ja, die komisch. Golden Shower Das ist gegeben der oder wahre Grund, warum ich die Nettie-Szene verlassen was? Ich mache das nie wieder. Ja. Ja, es war absolut weird. Und jetzt, Chris, jetzt willst du aber jetzt nochmal auf die Bühne und diesmal mit einem richtigen Coach oder besseren Coach? Ja, ich bin bei Adam Dühl. Also nicht bei Chris Keil, so wie ich das letzte Mal gesagt habe bei dem Rudervideo. Ja. So. Das war auch mehr so, komm, wir ballern heute einfach mal jetzt, weil es gerade ging, wir gucken mal, was geht. Und so ist halt das Rudervideo entstanden. Ne? Das ganze Gym hat geguckt, von daher war es cool. Waren aber keine Frauen da, von daher. Ja, jetzt dann, wenn ich dann starte, dann denke ich, der erste Wettkampf NAC. Sehr Und gut. ich denke, Freue dabei mich wird es dann noch bleiben. Also denke ich, NAC. einfach Für mehr wird nochmal. es reichen. Ja, just for fun, einfach nochmal für dich Genau, und für deine genau. Tochter. Geil, finde ich Nur gut. für mich, nochmal gucken, was geht. Ja, das ist so der Plan. Yes. Alright, Chris. Jetzt hast du noch mal ein bisschen Zeit hier, die Protagonisten. Du hast ja nun wirklich alles dabei, vom drittbesten Classic-Physikathleten der Welt bis zu Besten Coach der Welt. mir. Hast du Danke, die Martin. Sehr lieb von dir. Möglichkeit, hast die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen oder loszuwerden? Sollen wir uns vielleicht deine Videos mal angucken, deine Form beurteilen? Was können wir für dich tun? Also viele Fragen habe ich jetzt nicht. Also man guckt ja eh eure Videos und von daher ist ja vieles schon geklärt. Eine Frage hat mein Kumpel mir in der Fragerunde heute geschickt. Die sollte ich euch fragen. Warum du Warte, einen Kleinwüchsiger hast. der ist 2 Meter. Der ist 2 Meter. Der wird nächstes Jahr auch starten. Also so, er hat zum Beispiel gefragt, sein PSH-Wert ist erhöht, obwohl T3 und T4 in Range ist. Und ihr wisst, woran es liegen könnte. Ja. Meistens, also oft Ja. ist es so, bei vielen, dass es einfach eine anbahnende Schilddrüsenunterfunktion ist. Ne? TSH steigt ja an, wenn weniger T4 zu T3 produziert wird. Ne? Und oft ist es so, dass die Werte noch passen, aber der TSH-Wert schon erhöht ist. Und das ist dann meistens so ein ausschlaggebender Punkt, dass es schon so ist, dass die Schilddrüse nicht mehr optimal viel produziert. Und das ist auch, wenn du 3, 4 Monate später mal gucken würdest, vielleicht eine Unterfunktion geben würde. Ich bin aber auch ganz ehrlich, bei Schilddrüse mittlerweile, was ich alles so mitbekommen habe, bin ich auch ehrlich gesagt ein großer Fan davon, da vielleicht auch mal zum Arzt zu gehen und sowas abklären zu lassen, weil ja, ich finde, gerade Schilddrüse kann so viele Ursachen haben, warum die Werte nicht passen und so weiter und so fort. Deswegen würde ich da, also ich persönlich erlaube mir da nicht irgendwie eine Diagnose zu stellen oder woran es liegen könnte, weil es Aber da kann hast du so einen viel sein, Experten. was, wo wir gar keine Ahnung davon haben, meiner Meinung nach. Ja. Die Frage ist halt, hat der klassische Hausarzt Ahnung davon? Ich Ja, habe schon deswegen, ich habe Athleten auch nicht gehabt. gesagt, dass er zum Hausarzt gehen soll, Digga. Der soll halt zum, weiß Also, was nicht, ich schon für Geschichten gehört habe wie von heißt Athleten. der Endokrinologe? Macht der auch Schilddrüse oder wie heißt der Arzt für die Schilddrüse? Das ist Baumann. Der Arzt für die Schilddrüse. Nimm jeden Tag Ah, Kevin, T3. Digga. Danke. Ja, vorausgesetzt ist ein guter Arzt. Ja. Er ist raus. Oh, fuck. Danke, Faden verloren. Haben wir deine Frage damit geklärt? Ja. Der meldet sich jetzt bei Chris Baumann, weißt Ja. du? Ey, der Hoffentlich Urs hat nicht bei gesagt, ich mir. soll mich bei dir melden. Adam Baum stirbt gerade Kommt im Hintergrund. raus. Der kam so überraschend, Alter. Danke, Urs. Weißt du, man sieht ihn nicht. Die Kamera geht hoch. Chris Ja, Baumann. Bro, Kamera geht jetzt gerade hier. Keiner will mich beim wieder. Fressen sehen hier. Aber ansonsten bist du ja in guten Händen bei Adam Dül oder fühlst du dich ja gut aufgehoben bei ihm? Ja. Ich habe ihm auch geschrieben, dass ich da bin.
Dachte, weil du kriegst ja oft in der Fragerunde, hol mal Adam rein. Ich habe ja gehofft, dass er vielleicht sagt, er kommt mit rein. Das wäre ganz lustig geworden. Aber ich glaube, er hat einfach keine Zeit. Ja, wenn er denn mal reinkommen will, hol ihn mal rein, Alter. Ich werde es ihm nochmal sagen. Na gut. Aber ich glaube, es ist ja gerade auch ein bisschen viel, weil er ja Sekt Plus verlassen hat und so weiter. Es Stimmt, darüber müssen wir ja auch nochmal reden. Wusste Ja, ich da müssen gar wir auch drüber reden, genau. nicht. Aber Adam ist bei Sekt Plus weg. Was ist da los? was ist da los? Ja, was ist da los, Siepmann? Ja, Erzähl mal. er hat sich ein bisschen bedeckter gehalten, nur mit Textform. Habe ich auch gesehen. Also ich glaube, er will wirklich mehr seine Ruhe haben, mit jedem irgendwas machen können, was er möchte, egal ob da welcher Sponsor dahinter steckt. Ja. Ja, und ich weiß nicht, was so bei Sekt Plus abgeht. Man entweder Matthias Clement sagt ja verkaufen, ja, dann mal wieder nicht, dann mal wieder ja. Ich habe nur gehört, dass er außerordentlich gekündigt hat. Genau. Ist ja nichts Und er ausgelaufen macht keine ist. eigenen Supplemente. Und dass Adam gesagt hat, er hat sich von Makina zu Adam Dühl entwickelt. Er ist nicht mehr Makina. Ja, da haben auch alle runtergeschrieben, wie toll die neue Entwicklung ist. Habe ich dann runtergeschrieben, man darf aber nicht vergessen, sein altes Ich hat ihn ja zu dem jetzt gemacht. Ne? Also ich finde, man kann auch sein altes Ich loben. Also ich fand das so ganz schlimm. Also so, ja, jetzt bist du so toll und früher war er nicht toll. War auch ein guter Bodybuilder. Also er hätte einen Safety Poker geholt. Also. Und ich finde, das vergessen jetzt auch viele. Ne? Also. Safety Pro Card, der Digga, ich kann sowas nicht mehr hören, immer Safety Pro Card, Alter. Dann stellt man irgendwelche Fotos rein, wo, also nichts gegen Erdem, ich finde Erdem mega cool, aber die Fotos, die habe ich halt auch schon mal anders gesehen, als die er postet. Also, das ist schon immer so eine Sache, so. Und mit 92 Kilo Safe Pro ist so auch so eine Sache, ne? Also, wir haben zwar gesagt, Gewicht ist egal, aber es ist immer so Wollte ich leicht gerade gesagt, wenn man einen sagen. Wettkampf gemacht hat, ne? Das ist halt Ja. Hey schwer zu Kevin. sagen. Kevin. Was? Johnny Münster wollte dieses Jahr auch Profi werden. Ja, Und zwar genau. Olympia. Ja. Ja. Safe, Doch, Kevin. safe, Bro. Er Aber wollte zwei mit mir auf Gramm. dem Olympia stehen. Ja, 2 Gramm Salz zu viel haben die Form versaut, Junge. Verdammt. Genau. 2 Gramm Salz, ja. No. Da ist ein bisschen was schiefgegangen Coaching. Nein, aber ich denke mal, das mit Erdem, das wird halt auch so gewesen sein. Ich meine, ich meine, man weiß ja, dass gewisse Personen von Zweck da einfach auch immer so ein bisschen beefgeil sind und ein bisschen Ja. Unruhe stiften, sage ich jetzt mal, oder da auch drauf abgehen, wenn Unruhe gestiftet wird. Und ich denke mal, wie schon Chris gerade gesagt hat, dass Erdem halt jetzt einfach so einen ja, persönlichen Wandel hingelegt hat, den ich auch persönlich richtig geil finde. Also ich folge ihm auch wieder und verfolge auch seinen Content. Ich finde, er macht auch richtig guten Content, wo man wirklich auch, also wo die Leute wirklich Mehrwert draus schöpfen können, draus ziehen können. Und ja, ich denke mal, dass er halt einfach keinen Bock mehr drauf gehabt hat, auf die ganze Firmenpolitik. Ich weiß zwar nicht, wie es da genau abgeht, aber ja, ich habe ja auch schon mein Vergnügen gehabt mit dem Herrn Ja, ich weiß, ich im Guten. weiß. Und ja, da hat man einfach Urs hatte irgendwann den keinen Bock auch mehr schon. drauf, wo Ich man meine, sagt, ich weiß Digga, noch, ja, ne, was? bevor Urs richtig durch die Decke gegangen ist, da wurde auch mal Richtung Urs geschossen. Und dann ist Urs richtig, Von wem? Von wem? ja, von Matthias Clemens und Erdem. Ach so. Ja, Und stimmt. dann Ah, hat auch, irgendwas war. dann ging es so Ja, steil. es Und dann auf einmal war es genau andersrum. ist ja nie alles scheiße außer er. Das ist doch klar. Also, alle betrügen, alles sind Pfeifen, Hayopais und was weiß ich was. So, ihr Ja, Pfeifen im ich hab Hayopais. schon wieder zu viel gesagt, Digga. Jetzt geht's los morgen, Alter. Da mal keinen Ja. Bock mehr. Nee, ich hab euch Schnauze voll von euch Pfeifen jetzt. Ihr Ja, müsst noch verpiss dich zurückfahren endlich. nach Hannover. Ja, ich fahre jetzt den Kameramann und mich noch nach Hannover zurück. Sei vorsichtig. Was? Sieht Martin, Mats Jay, Domme, lass mal was ausmachen wegen Training. was? Schreib mir mal, ich schreibe immer nur mit deiner Frau. Lass mal was ausmachen mit Training, Alter. Was schreibst du mit meiner Amir. Frau, Junge? Ach, du auch, Kevin. Ja, ich schreibe dir gleich auf den Rückweg. Von ihm kriegt man keine Antwort, Digga, Ist so. weißt du? Ja, Ich der. schreibe gleich einen zurück, ich fahre jetzt erstmal nach Hause. Ja, Sei du fahr erstmal nach vorsichtig. Hause. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao, Ja. Raymond. Ciao. Danke, dass du hier warst. Ja, wir schreiben ab, ne? Ja, machen wir. Mach's gut. Ich wünsche dir was. Steve, hau rein, ne? Also, tschüss, Steve. Tschüss, Steve. So, Chris, wie können wir dir sonst noch weiterhelfen? Kann vielleicht sogar Urs was zu sagen, da ich ja Oh. großer Samson-Fan bin und der kocht, also der grillt ja, ich glaube immer sonntags sein Essen für die ganze Woche vor, portioniert das und friert das ein und macht es in der Mikrowelle nur warm.
Schmeckt das? Also habt ihr da Erfahrungen mit? Aber ich muss sagen, das Seasoning, ich meine, es geht ja auch wieder Credits nur an seine Frau raus, die Ja. Malenka, die macht das Ganze ja, beziehungsweise er grillt, die tut es vorbereiten. Ich glaube, die machen da immer so 300 Gramm Huhn und 300 Gramm Rind packen. Und ich habe das Huhn probiert, ist halt mit so Jerk Chicken Gewürz, keine Ahnung, was für eins es ist, aber. Jamaika, kannst bestellen bei Amazon, habe ich schon Jamaika. gegoogelt. Ja, wenn nicht, hätte ich gesagt, schreib's dem, der wird dir selbst zurückschreiben da und dir das schicken. Es hat brutal geschmeckt. Ich bin halt Okay. kein Fan von so gekochtes Einfrieren und dann Ja, genau. Auffrieren wieder essen, gerade weil so, ich bilde mir dann ein, meine Verdauung läuft dann schlechter, auch mit so Reis. Ich versuche immer alles frisch zu kochen. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber das, Eigentlich auch frisch, ja. finde ich auch, das, da hast du gar keine Probleme mit der Verdauung. Und ja, ich meine, gut, um die 150 Kilo bei dem zu füttern, Alter, da musst du wahrscheinlich so in dem Ausmaß zubereiten. Aber schmecken tut's echt geil. Ich weiß jetzt nicht, hätte ich das mal eine Woche gegessen, wie sehr sich das ausgewirkt hat, so auf alles andere, aber hat für den Titel bei dem gereicht. Also, ja. Ja. Aber Samson soll auch recht schmerzbefreit sein. Also Fuad hat mal im Podcast erzählt, dass er mit Samson einen Videoshoot hatte und draußen das Essen in der Sonne lag. Und Fuad ihn zwingen musste, das Hühnchen wegzuschmeißen, weil Samson das noch essen wollte. Ja, ich meine, ich bin auch kein Fan davon, Sachen wegzuschmeißen, aber Huhn in der Sonne, da wäre es mir ein bisschen zu riskant. Aber von Risiko kann ich euch Ende Dezember mehr erzählen. Ich wurde jetzt tatsächlich kurz vor Weihnachten für Indien für Guest-Posing gebucht. Ach du Also Scheiße. vielleicht komme ich Kommst du nicht wieder? mit einem miesen Dünni zurück. Das Da Weihnachtsessen wird direkt durchgeschleust. war ich auch am Aber Überlegen, dieses Jahr hinzufliegen tatsächlich. Da war die Sheru Classic, da ja, wurden auch genau, viele da ist die. eingeladen. Genau, der Veranstalter ist ziemlich cool, ne? Also, die Ja. suchen immer viele Leute aus Europa, die einreisen, weil die Inder das einfach feiern, die Europäer so, die lieben das und dann kommen halt auch wirklich, gerade wenn die Messe dann ist, halt mehr Leute dann zum Wettkampf, ne? Aber ich und Jan haben uns das auch überlegt und wir haben schon Flüge rausgesucht und hin und her und am Ende haben wir so Risiko und also Kosten-Nutzen abgewogen und dann dachten wir uns, Alter, also gerade bei Jan, bei mir gar nicht so schlimm, aber bei Jan, wenn der im Ausland irgendwo irgendwas Falsches ist, der ist Knockout und das für 2 Wochen und dann habe ich keinen Coach, bin mit ihm da und es kann sich niemand um mich kümmern, beziehungsweise halt, es ist einfach nur Scheiße und dann haben wir gesagt, so, wir machen das nicht, wir gehen das Risiko nicht ein und wir machen die Wettkämpfe halt hier in Europa. Ja. Und Ja, Bro, würde ich auch nicht riskieren. nach dem, was ich von den anderen Athletinnen gehört habe, hier Lisa Reit und Larry und Co. Also Lisa hatte da, ich glaube, 2 Wochen oder so, nachdem sie in Deutschland wieder war, immer noch Probleme mit ihrer Verdauung. Und die hat auch fast eigentlich alles nur liefern lassen. So. Junge, Also. jetzt machst du mir immer mehr Angst. Angst vor der OP, Ja, Angst vor ich dem sag dir, wie es ist. Reiten. Also, Geh morgen nicht mehr vor es. die Tür. Ja, Ja. die waren da aber auch in einem, also zum Beispiel Sarah Neuheisel zum Beispiel. Bei der war es völlig unproblematisch. Die war ja in diesem Hotel von dem Veranstalter, in so einem 4- oder 5-Sterne-Hotel. Und sie hat halt wirklich alles nur von da konsumiert und halt wirklich alles auch per App aus dem Supermarkt liefern lassen und halt nichts irgendwie frisch irgendwo gegessen oder was getrunken, was aus der Leitung kam oder sowas. Ja. Auf gar keinen Fall auf Ja. Streetfood-Märkte gehen, auf gar keinen Fall. Digga, ich werde mir da 5 Kilo Ups, Reispudding einpacken und 2 Dosen Whey und dann dann hast du es, ja. wird's das sein. Was ich gerade noch sagen wollte zu dieser Einfrier-Thematik, ich mache das ja jetzt schon so seit Anfang meiner Vorbereitung dieses Jahr, dass ich hier von meinem Koch jede Woche mir meine Sachen liefern lasse Von und deinem Koch? von deinem Ja, ich wollte Koch, gerade sagen, Digga, Digga, was ist los hier, was? Alter? Sorry, darf ich noch mit dir reden? Gerade so, gerade so. Ja. Ja, ich habe tatsächlich einen Koch, der mir meine Meals jede Woche fertig macht, der für mich einkauft und dementsprechend Gerade kocht sagt er und wegen Indien, ja, haben wir uns überlegt, ob wir fliegen wegen ist das dein Sklave Kochessen. oder was, Aber ey, Alter? mein Koch. Putzt der, ey, Er kriegt Flo. dafür ja auch gutes Geld, so ist es ja nicht, ne? Also Hey, der hat bist schon einen du? guten Deal gemacht. Auf jeden Fall habe ich immer für eine ganze Woche alles bei mir in der Tiefkühltruhe und ich muss sagen, wenn du das direkt in die Tiefkühltruhe packst,
dann und auch wirklich frische Sachen natürlich benutzt. Der benutzt nur gutes Fleisch, nur gutes Gemüse, frisches Gemüse. Dann muss ich persönlich sagen, ich merke da gar nichts. Meine Verdauung läuft super und das Essen schmeckt Bombe. Bro, Ja. wie viel Geld gibst du denn im Monat für Essen, Kochen und alles drum Für und deinen dran? Koch, wie viel Acht, gibst du für deinen aber Koch im auch Monat? Essen und alles. 800. Nur? Aber Zu er billig, kocht mir ja. auch an Rest Days 3 Mahlzeiten und an Trainingstagen 2 Mahlzeiten. Frühstück, Pre, Post und Abendessen. Da mache ich mir so Ah. Sandwiches, die mache ich mir selber. Also alles, was ich easy so selber machen kann, mache ich selber. Alles, was ich kochen muss, das wird halt gekocht, ne? Und er darf dann Plot-Twist. noch nackt deine Wohnung putzen, oder? Gratis. Schick mal Nee. Link. Ja, schick mal Link. Ja. Sein Koch heißt Nein. Das Prep ist auch schön und gut, aber das funktioniert in der Diät My einfach. Meal. Hey, Digga, das ist voll scheiße. Die haben irgendwie 6 Gramm Salz auf keine Ja. Portion und dann fress ich den ganzen. Die haben mir sowas zugeschickt, habe ich es probiert. Ich habe schon 2 Kilo Beutel als eine Mahlzeit gefressen, hat dann irgendwie Ja, 78 Gramm Salz drin und am nächsten Tag einen Blutdruck von 180, ja, nee, das Alter. funktioniert. Im Aufbau kannst du das zwischendurch mal gut dazu schieben, so, wenn du mal keine Zeit hast zu kochen, aber ansonsten funktioniert das Es nicht. schmeckt doch scheiße. Ich fand den Geschmack gar nicht so schlecht. Und natürlich Erstmal das. voll die Firma Sorry. zerstört hier im Podcast, Sorry. Ja, Alter. nee, ich bin ehrlich, Digga. Ist so, die haben mir Probepäckchen geschickt, ich hab's probiert. Das war, ja. Der Schwabe würde sagen, esse kaum was zum Trinken, ist dick. Aber, Was, ja. Bruder? Was, Bruder? Das war gerade original der Moment, als Ronaldo so die Cola weggeschoben hat. Ja, Mann. Grab my Ja, meal, Mann. ab in den Keller. Nee, Wird einer aber. von uns hier gesponsert von denen? Nein. Nee. Ich war Oh, mal bei denen, aber ich habe nicht einmal Werbung gemacht, weil ich die Dinger nicht gegessen habe und dann haben die mich wieder rausgeschmissen. Leute, zerstört bitte die Firma hier nicht. ja, die haben ja auch schon Sachen zugeschickt, mehrmals auch, aber ich war, also geschmacklich muss ich sagen, ich fand es Fand ich okay, auch gut, aber es ne? ist wirklich zu Aber knackig und diese gut. Problematik mit der Salzgeschichte und Co. mit den Nährwerten. Weißt du, so, ich mache kein Ja. iffizit Macros, weißt du, ich bin nicht mehr in den, keine Ahnung, Netti-Zeiten, wo man da alles so auseinanderbröselt von Was? seinen Du bist nicht netti. Mikros. Bitte? Du bist nicht netti. Ich schreibe. Naja, aber wie witzig, dass man iffizit Macros mit Netti-Zeiten so in Verbindung. Das mache ich tatsächlich auch immer. Also bringe das damit in Verbindung, aber ja, fühle ich. Also. Keine Ahnung. Ich habe auch keinen Mehrwert darin gesehen. Ich glaube, für So. Leute, die halt sonst ihre Ernährung nicht Sonst nur Müll geschissen kriegen essen. oder halt echt, echt wenig Zeit haben, sonst sich ja so einen Meckes-Burger holen würden, für die ist das echt eine geile Sache. Ja, wir reden Aber jetzt ganz hier viele um Leute ja, auf Bodybuilding, Top-Niveau, ne? wie jetzt zum Beispiel Urs oder euch, ist Aber das Digga, da wahrscheinlich. sage ich auch, hol dir von Ninja so ein 16 in 1 Ding. Ich packe da unten den Reiswein in die Mitte des Huhn und oben das Gemüse und dann ist das alles in 20 Minuten Was für ein durch. Ding? Dieses, die haben so einen 16 in 1 Multikocher. Ofen. Ja, genau. Ja. Boah, was kann der? Was Digga. macht der? Kevin, da haust du alles in eins rein und bist nach 20 Minuten fertig. Und das ist Kochen, dann Heißluft, gedünstet oder alles. ist das richtig gebratenes Hähnchen dann so wie im Airfryer oder was? Digga, ich zeig's dir jetzt live in der Konferenz. Kommt die richtige Werbung hier. Das ersetzt jeden Koch. Nee, ich hab da gar nichts von, aber das ist richtig geil. Mit Bär 10% Nee, sparen. nee, nichts gibt. Jetzt habe ich das gedreht. Ne? Wo ist denn hier die Kamera? Ach, da. Ja, welcome to the Aha. Candy Shop. Da hast du unten so ein Ding drin. Da kannst du theoretisch hier unten, ja. Ich habe hier Kartoffeln drin gemacht. Hier kannst du, Ja. wenn es sauber wäre, da Reis reinpacken. Wie Dann viel kannst Reis du passt da das. rein? Digga, das Ding ist, da passen 600 Gramm Reis Oh. rein. Boah. Da Da kann man dann kannst du selbst für den das. ganzen Tag eigentlich vorkochen in Ja, einem Ding, klar, oder? dann darauf legst du das Huhn drauf, das kommt hier oben rein. Alter, Klappst Digga, du schick mir das mal einen Ding Link, zu, bitte. Hast du einen dann machst Link? du es an hier. Das glaube ich Multikocher. Und dann kannst du Multikocher es da. Ninja. Multikocher Aber Ninja. wie Ja. kocht er denn den Reis und das Hühnchen gleichzeitig? Digga, frag mich nicht. Ich denke mir bei dem Ninja Creamy auch immer, was macht es da für Magic drin, dass 50 Gramm Whey, die eigentlich schmecken wie gar nichts, dann nach geiler Eiskonsistenz schmecken. Aber musst du dafür eine Einstellung machen, so von wegen unten ist Reishähnchen oder machst du einfach 200 Grad? Gib ihm. Nee, da hast du hier, da hast du so Kombi Meals, Kombi Crisp, Kombi Bake. Dann kannst du Okay. nur Rice oder Pasta machen, dann kannst du es nur steamen oder ja, auch Geil. Sauté machen, keine Ahnung. Aber Okay, das Leute, Ding ich ist hau mal super. vor euch.
Ich hau mal für euch den Link in die Video-Description, damit ihr nicht lange suchen müsst. Ich glaube, da kaufen gerade eine Menge Leute ein. Ich habe Ich keinen Platz mehr, Black damit ich Friday einen klar bald. mache. Das ist mein Ich kann Problem. Ich habe vielleicht einen keinen Platz Code klar mehr. machen. Was hast du? Ich kann vielleicht einen Code klar machen. Ich habe früher Was? mal beim Mediamarkt gearbeitet. Digga. Mach mal einen Code klar, Und Alter. Ja, und mach wir mal einen haben da, wir Code haben da so eine klar. Seite, wir hatten da so eine Seite und da kann man draufgehen und da kriegen die Mitarbeiter immer so Codes. Wo wohnst du, Chris? Neben Magdeburg. Ah, Also wie nicht weit weit? von dir. Ja gut, dann komme ich mal im Also Mediamarkt. ich habe vor kurzem, erst einen Grill bestellt, da habe ich 30% gespart mit dem Code. Also Ciao. ich guck mal. Alles Alles klar. klar. Geil. Gut. Leute, ich wollte mit euch ganz gerne nochmal ganz kurz über Rumänien sprechen, auch wenn super abgehakt. Wir müssen gar nicht über die Open Class reden, da haben wir, glaube ich, schon genug drüber gesprochen, obwohl eigentlich würde ich gerne über Emil noch sprechen. Wollte Aber ich gerade würde. sagen, Digga, da muss man schon drüber reden. Ja, aber vielleicht Ja. als allererstes einmal über die Wenn Sensation dann über die Open. in der So. Figur zumindest, dass Bahar das Ding geholt hat. Herzlichen Glückwunsch, Bahar. Ja, Mann, herzlichen Muss Glückwunsch. man auch mal machen, nach diesem Comeback mit Ja. auch trotz Rheumaerkrankung. Muss man auch Ja. machen, ne? Und Krass. Krass, das Lena wusste wurde ich gar nicht. geschlagen. Ja. War bei Lenas Topform, muss man ganz klar sagen. Also Lena war ein Ticken weicher, als ich es von ihr gewohnt Aber war. wisst ihr, was ich scheiße finde? Lena hat Feedback nach dem Olympia eingeholt bei Tyler Mannion und hat gesagt bekommen, ihre Beine sind zu definiert. Dann hat sie jetzt anscheinend, so wie ich es mitgekriegt habe, also Lena, wenn du es hörst, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber hat sie angeblich dann jetzt extra quasi Beine gepumpt vom Wettkampf, sodass die Teilungen halt ein bisschen verschwinden. Und dann steht da eine Baha, die richtig geil geteilte Beine hatte und gewinnt auf einmal. Und da denke ich mir, also, warum frage ich eigentlich nach Feedback? Ich habe immer das Gefühl, die saugen sich irgendeine Scheiße aus der Nase und jedes Mal finden sie wieder irgendeine andere Scheiße, die sie den Athleten präsentieren. Kevin, Und die schreib richten mir sich dazu dann später danach und dann einfach mal wird's. privat. Was? Schreib mir dazu einfach mal privat später. Also kannst du davon niedersingen oder was? Ja, aber Ja, Digga. ich recht hab damit, Also, Digga. ja, Manuel Manuel hat schon hat zu noch mir immer recht. Du gesagt, hast 1000% recht. Manuel hat gesagt, Aber. niemals nach Feedback fragen. Das ist immer, da kommt immer Nein, nichts habe ich zurück. auch. Also, bei Ist, mir ist ja. es Es geht eben ja auch entspannt, immer schon um aber. das Kampfgericht da. Also, ja. Es Da gibt sagst du, auch ein Kampfgericht, Kampfgericht. dann muss man im gleichen wieder vorstellig werden. Nächstes. Los. Es gibt für jeden einen individuellen besten Look. Und es gibt einfach Leute, die wirken nur, wenn sie hart sind. Und wenn du denen Ja. dann sagst, komm mal weicher, dann wirken die auf einmal gar nicht mehr. Dann gehen Ja, die runter. ja. Und Lena ist so eine Person, meiner Meinung nach, die muss halt einfach die Härte bringen, damit die Ja. raus. Na? Und die hat, also wenn die weich kommt, dann wirkt die nicht mehr so. Und bei einer Sydney Gillen zum Beispiel, weil das war ja der Standard in der Figurklasse, klar, die war nicht so hart, aber die hat halt auch eine Linie, dagegen ist Lenas Taille breit. Na? Ja. Also die konnte sich das halt erlauben. Na? Aber bei Lena, die muss halt einfach, ich verstehe auch nicht, don't change the running system. Die hat alle Shows in Europa gewonnen, Ja, war, ja, ja, hat immer diese Härte gebracht. Warum dann auf einmal weicher kommen? Na, ja. ich. Und man darf bei dem Ganzen auch nicht vergessen, dass die schon mal wie viele Monaten Prep? 11. Und Das war auch. irgendwann, wir sind halt keine Basketballspieler, die jedes Wochenende performen können. Irgendwann ist Sense so. Und dann Durch. muss man halt auch sagen, ey, jetzt macht es keinen Sinn mehr. Und Ja. Aber ja. Kevin, sagst du, dass Lena wirklich nur, also das Problem bei Lena, nur die zu den Beinen waren oder sagst du, die war allgemein nicht in Form? Also ganz ehrlich, so wie ich das gesehen habe, aber ich war natürlich nicht live dabei, aber so wie ich das gesehen habe, ich hätte es. Wenn Lena ein bisschen ficken härter gewesen wäre, hätte ich Lena gegeben. Also ich habe Ja. die relativ gleich aufgesehen, aber ich glaube, also, mit, also jetzt in der Form, wie sie wirklich war, habe ich sie relativ gleich aufgesehen. Aber ich hätte es auf jeden Fall, wenn Lena noch ein Ticken härter gewesen wäre, hätte ich Lena gegeben, weil sie einfach größer ist, Ja, anders klar. wirkt. Gut, Bahar hat natürlich auch richtig gut ausgesehen, weil die halt sehr kompakt ist und dichte Muskeln hat, dichte Muskulatur. Aber der Rücken von Lena, der ist ausladender, die Linie ist Hey, finde ich meiner Meinung schmaler. nach besser, Taille schmaler. Deswegen, ich hätte es ihr gegeben, wenn sie ein bisschen besser in Form gewesen. So hat man es vertreten können, sage ich jetzt mal. Ansonsten wäre es meiner Meinung nach ein Skandal gewesen. Aber ja. Also es war am Ende fair. Ich habe Tom schon geschrieben. Tom hat so eine Umfrage gemacht, während die Show noch lief. Dann habe ich auch geschrieben, Bahar gewinnt das Ding heute. Ja. Das, also würde ich, hätte ich auch so entschieden. Ja. Und ich finde es halt Bahar generell, muss ich auch mal hat. dazu. Ja, sorry, Tobi, sag du ruhig. Ich sag, Bahar hat auch absolute Bestform gebracht, ne? Ja, Mann. Muss man wirklich sagen, also der Coachwechsel Hundertprozentig. hat hier wirklich gut getan. Ja. Ich habe auch geschrieben, Bei das wem war ist sie einfach. eigentlich? Bei dem Hianzi Nasir. Das ist so Genau. ein. Der ist Ah auch ja, der ist gut. Polar, genau. Ja. Der ist gut.
Der macht viele Frauen, ne? Ja. Ich glaube nur Frauen, oder? Ja, nee, fast. Ja. Aber es sind doch schon drei Deutsche für die Figurklasse qualifiziert, oder? Ich glaube, Jenny ist schon qualifiziert. Ja. Nadine und Baha. Und Lena wird, denke ich mal, jetzt in Prag folgen. Ja, ja, Figurentechnik ist richtig stabil. Mir fehlt es echt in der offenen. Da müssen wir ein paar Jungs nachziehen, Mann. Da müssen wir einen kleinen Exkurs zur Classic machen, Urs. Wie sieht denn das jetzt nächstes Jahr bei der Olympia aus? Holt sie endlich den Titel oder wie? Ich glaube schon. Aber hallo. Guck mal hier. Bin nach Hause gekommen. Und das war das Erste, was ich gemacht habe. Ja, geil, Alter. Schöne Affirmation. Jawohl. Ja, geil. And you. Der Junge hat das Mindset. Steht schon dran hier. So. Warst schon Döner essen mit Mike? Nee, noch nicht tatsächlich. Aber ja, ich weiß ja nicht, wo ist der gerade unterwegs? Ist der wieder in Spanien? Ich glaube, Mexiko. Ich glaube, im Ausland, ja. Muss man nach Deutschland. Ja, ja, der muss hier rankommen und dann machen wir das. Weil ich esse sicher keinen spanischen Kebab. Schön Berliner Döner für 12 Euro. Ja, Digga, gibt es einen Berliner Rührer am Kebab, Alter. Wie wär's denn mit so einem indischen? Ja, oder so. Wo gibt's denn den besten Döner in Berlin? Boah, Digga. Also Gemüsedöner oder normaler Döner? Rührer. Was ist denn ein Gemüsedöner? Oder was? 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 Digga, die checken nichts. Nein, nein, nein. Oh mein was? Gott. Was? Dachte ich auch am Anfang. Ach Wayne, so. Man checkt es nicht, wenn man nicht Berliner ist. Was ach so, okay. Man Okay. denkt, Gemüse-Kebab ist nur mit Gemüse, aber Digga, Gemüse-Kebab ist Baba. Dann check ich es echt nicht. Und dann klärt man auch. Also du hast hier in Berlin, nennt sich das immer, oder ein geiler Döner ist Gemüse-Kebab, weil die machen nicht wie bei uns im Süden oder wo auch immer in Deutschland nur dieses komische Fertigfleisch da rein, packen Soße drauf und Salat und so, sondern die haben da neben dem Schichtfleisch, was da hängt, was übergeil schmeckt, haben die auch immer noch so, ist das, ne, ist nicht frittiert, aber ist so wie gebratenes Gemüse, also Grillgemüse. Zucchini, also Grillgemüse da auch noch mit drin und es gibt dem so einen geilen Flavor. Deswegen ist der Berliner Döner schon der beste. Also Gemüsedöner ist jetzt nicht nur aus Gemüse. Das ist, ja. Ich wurde gerade richtig gehatet. Ich dachte, Train dachte so, was habe ich falsch gemacht? Das ist keiner mehr von uns jetzt. Scheiß Veganer. Was Gemüse, Junge. Wie viel Gewicht hast du noch offen bei der Olympia oder dieses Jahr gehabt? 1,2 Kilo. Ach, stark. Schön. Ja. Ja, aber ey, ich sag's nochmal, scheiß aufs Gewicht. Ja, wieder. Scheiß aufs Gewicht. Also. Ja. So. Ins Gewichtslimit kommt man immer und ja. Ich meine, wenn du Density und alles verbessert, dann ist bei mir einfach eine Frage der Zeit. Es braucht halt einfach Zeit, unser Sport. Wir haben es jetzt auch schon in der Massenkonferenz gesagt, Urs, aber bei all dem Hype und Mike, der da ausgebrochen ist, man muss dir auch nochmal Props aussprechen, was du für eine krassen Verbesserung gemacht hast. Gerade Mann. Das ist wirklich brutal, brutal. Oder euch. Ja, also wir haben nicht geschlafen so und Konstanz ist auch was die auch die Judges gern sehen und das kann ich bringen und ich brauche halt einfach meine Jahre und ich glaube, dieses Jahr hat man so richtig gesehen, was da passieren kann und jetzt mit einem ganzen Jahr Offseason, auf was wir hinblicken, wird es schon noch böse werden. Habt ihr es auch so realisiert? Ich meine, das ist ja wirklich so, dass eigentlich vier Anwärter gerade auf diesen Titel sind. Ist einer nur ein bisschen off, kommt einer perfekt, ist wirklich gerade unfassbar interessant für die Classic. Wie ist das für dich? Bro, es sind nicht nur vier, es sind natürlich die Nachkommen, die Jungs, ne? Es sind acht, würde ich sagen, die es theoretisch machen können. Wer denn? Also außer die vier, die ich gedacht habe. Wesley, Ramon, du, Mike. Rossimmer. Naja, Rossimmer auf keinen Fall. Auf keinen Fall, nee. Gar keinen Fall. Also da schneide ich meine linke Hand ab, wenn nee, der ist mein auch Olympia so. Gewinnt. Also das sehe ich auf gar keinen Fall. Ich finde der, was war der jetzt, Sechster? Ja, ich glaube, ja, aber es hatte ich auch, ich weiß nicht, wie die Namen sind, verzeiht mir da, aber hatte ich zwei andere, die ich einfach viel, viel ästhetischer und für die Classic ansprechender finde, hatte ich eigentlich weiter vorne. Also sind schon viele Jungs dabei und keine Ahnung, wie alle sich entwickeln werden. Ich meine, wer hätte damit gerechnet, dass von letztem Jahr Mike sich so gut verbessert zu diesem Jahr? Wer hätte damit gerechnet, dass Ramon
die Form verhaut wird. Also Oder ist es immer Wesley, ja. so Ja, oder weit du so offen. kommst, Alter. Du hast ja eine, also wie schon, das haben wir ja gerade schon gesagt, diese Verbesserung von letztem Jahr zu diesem Jahr war ja crazy. Habt ihr, war das Zeit oder habt ihr was anders gemacht? Nö, es war einfach Zeit. Einfach Also, Zeit. es ist, ja, es ist halt einfach, kann mir Studie XY sagen, was man will, aber ich glaube einfach, die Muskelqualität, die braucht halt echt Zeit. Ja. Und ich meine, das merkt ihr an euch selber wahrscheinlich auch und die Zuschauer oder Zuhörer auch. Jedes Trainingsjahr, keine Ahnung. Du denkst so, ich habe letztes Jahr gedacht, geil, jetzt, wenn ich ruder, treffe ich richtig gut mein Back. Jetzt denke ich mir so, was habe ich vor 2 Jahren für eine Scheiße gemacht, so, weißt du, allein von der Ansteuerung und das alles. Und ich glaube, je besser du das perfektionierst und je besser du darin wirst, umso, ja, krasser kommt einfach, oder wird einfach die Density auch im Muskel, beziehungsweise generell die Qualität auch und die Details. Und ey, wie viele Details ausmachen, werden wir vielleicht dieses Wochenende sehen, wer weiß. Ja. Braucht ein Schlaf, oder Urs? Ja, auf jeden Fall. Der kommt auch noch dazu. Alles, also alle Punkte, die man hätte besser machen können, hat man besser gemacht. Aber war ja eine roughe Prep bei mir. Und ich glaube, wenn da privat alles mal irgendwie so im Lot ist und ich dann eine geile Vorbereitung zünden kann, nachdem man vor allem auch mal längere Zeit im Überschuss war, um so das Ganze zu festigen, sage ich mal. Weil ich finde, irgendwie jede Vorbereitung, wo man so davor eine längere Zeit im Überschuss hatte, ist viel einfacher, als wenn du so kurz Erholung hast und dann wieder in die Vorbereitung springst, wie es ja eigentlich jetzt immer der Fall war nach dem Olympia für die Arnold-Vorbereitung. Und die hat mich auch immer ultra auseinandergenommen, weil die ist einfach viel kräftezehrender ist, dann nochmal den Körper so weit runter zu pushen. Ja, deswegen glaube ich, das kann geil werden, aber es werden auch auf jeden Fall krasse Leute am Start sein und jeder wird da sein Bestes geben, so, keine Frage. Also, ist immer, Classic ist, glaube ich, immer für eine Überraschung zu haben, oder? Was meint ihr? Ja, auf jeden Denkst du, Fall. dass Ramon bei der Arnold Classic in Ohio startet dieses Jahr, also nächstes Jahr? Nee. Hat ich abgesagt, glaube ich. Ja, oder ich weiß es, also ehrlicherweise von seiner Freundin Okay. oder Frau. Das wird dann natürlich auch ein spannendes Line-up, ne? Digga, es wird Wesley einsacken, das wird ja Ja, ein wenn er easy die walk Masse für macht. den. Ja, der macht die auf jeden Fall. Also, das hat er mir gesagt, deswegen. Ja, dann wird er wahrscheinlich sehr, sehr, sehr safe gewinnen. Nee. Wir müssen aber auch noch bedenken, dass auch noch ein Terence Ruffin vielleicht zurückkommt. Nee. Der war ja auch jahrelang der Runner-up. Nee, der macht nichts mehr. Muss einfach Der Trotz. will. Ja, Nee, gut. ich glaube, das hat er auch schon gesagt. Ich weiß nicht, ob er es öffentlich gesagt hat, aber ich will hier nichts spoilern oder so. Jetzt hast du es aber Hast du öffentlich aber. gesagt. Ja, Digga, Nein, der ist, ich glaube, der hat keinen alles Bock gut, mehr. alles gut. Okay. Ja. So, Rumänien, Jungs. Ja, ich glaube, das Thema Nummer eins ist dann nochmal Emir, der mit einer Ja, Mann. abartigen Härte kam und Ja. sehr enttäuscht war mit seinem dritten Platz. Ey, auch mit einem abartigen Paket. Was, Ja, also. total. Ja, Mann. Da hat schon alles gepasst, so, keine Ahnung. Also. Ja, aber ich finde halt, also ich fand Emir auch richtig, richtig gut, aber ich muss den Judges da recht geben, du kannst ihn in der Frontansicht mit seinen Beinen leider nicht auf eins setzen. Ist meine Ja. Meinung. Der Beinschwung, der fehlt komplett und der verliert meiner Meinung nach in den Frontposen, verliert er leider. Ja, bestimmt schon. Da stimme ich dir zu, aber kann man dann Brandao so oft auf eins setzen, nur weil er einen Beinschwung hat? Ja, Das fandet ihr wollte den ich eben auch so sagen. oft, wie jetzt Ja, wirklich teilweise dargestellt wird? Ich fand den nicht ich so fand es oft. schon So. gerechtfertigt. Also von Ich war hinten halt. fand ich die Blut auf. Ja, muss ich Im Tobi auch Vergleich zu Emir, zustimmen. ja, Digga, aber Emir war auch so ein Arsch, kriegen auch wenige hin, Digga. Das ist halt Emir war von schwierige hinten Entscheidung. Ja, auf ich gebe dir eins. recht, aber also Ja. ich, generell, auch wenn ich in der Prediction Brandao gesagt habe, ich hätte es Akeem gegeben, mal davon abgesehen. Ich auch. Also eher hätte ich Aber, es Akeem gegeben. ja, aber ich hätte, aber die Emir vor Rafa, nee, sorry. Da kann er Emir noch so hart kommen, das tut mir leid. Also ich, wie gesagt, Emir war auch mega geflasht von seiner Backdouble-Bizeps-Pose und generell die Rückansicht war einfach nur geisteskrank. Aber er hat halt in den Beinen einfach Defizite und ich finde halt,
sich dann in das Video zu setzen und zu sagen, ah, was soll ich noch machen, was soll ich noch machen? Digga, dann nimm doch mal die Tipps an von vielleicht ein paar Leuten. Ich will jetzt nicht, ich bin ein Scheißdreck im Gegensatz zu Emil. Also ich will mir jetzt nicht irgendwie hier hervortun oder sowas, aber dann vielleicht mal ein paar Tipps annehmen und sagen, ey, trainier deine Beine vielleicht mal ein bisschen anders, da hast du noch Potenzial. Und dann hier einen auf Hate machen und ihr fickt mich alle ab und bla bla bla, finde ich ungeil. Ist meine persönliche Ja, Meinung. Aber wie definitiv. gesagt, Also, gewinnen ich sehe lassen tut ihn auch. halt auch nicht so, finde ich. In der Nee, Form an sich da. von Beinen. Es war auf jeden Fall, da kann ich dir auch zustimmen in den Punkten, finde ich. Und halt gut, der Ausdruck, wie man es immer nach außen bringt, an die Gesellschaft, kann man auch überdenken. Und da vielleicht hätte man da einfach eine Nacht drüber schlafen sollen und dann ein Fazit aufnehmen, weil da sind die Gefühle meistens immer ein bisschen verschwommen nach so einem Wettkampf und man sagt, wenn man gewinnt, ist man im High Life und denkt, man ist Rambo. Wenn man verliert, denkt man halt, ja, scheiße, ich schmeiß alles hin. Ja. Deswegen hätte man da vielleicht einfach ein bisschen Calm Down machen sollen und sich dann dazu äußern. Aber ich finde auch, ey, wenn der einfach die Beine noch verbessert und ich weiß, es würde auch so funktionieren und ich denke mir dann immer, ey, weil der macht irgendwie 2 Stunden Stairmaster in der Prep, so Ja. auf Hardcore. Und ey, da können deine Beine halt irgendwann nicht mehr recovern und so. Da bist du einfach durch. Das kennen wir alle, ja. Und vielleicht sind es solche Dinge, die man halt irgendwie anpassen könnte. Und dann wird da auch richtig was vorwärts gehen. So. Und ich weiß nicht, einfach nach der, ich meine, der letzte Wettkampf war ja auch 2, 3 Monate her, oder also war nicht zu lange her, vielleicht da Ja. auch einfach zu sagen, ey, so wie bei mir jetzt auch, ich hätte Bock auf Prag, aber da einfach zu sagen, ey, lass die Vernunft siegen und lass erstmal den Körper holen, mach eine Off-Season und dann komm viel, viel besser wieder, als dann nochmal so eine Hauruck-Vorbereitung zu machen, was ja, was dann schon schade ist, aber ich glaube, wenn er jetzt nächstes Frühjahr mal einen Aufbau ein bisschen länger macht und dann im Herbst vielleicht nochmal angreift, dass es dann auf jeden Fall gut reichen kann. Was mich so wundert bei Emir ist halt, also ich habe mich sehr gewundert, als er darüber gesprochen hat, weil ich fand ihn halt, er sah toll aus, ne, für seine Verhältnisse, sah er richtig, richtig gut aus. Ja, habe ich Und auch gedacht. Bester Emir ever. er stand halt in Rumänien und deswegen hat es mich so geschockt. Ich meine, er sah besser aus als beim letzten Mal. Sein letzter Wettkampf war nicht lange her und ja, Rafael Brandão und Akeem Williams zu schlagen, also das wäre, kann er irgendwann tun, aber das jetzt einfach mal mit 25 direkt zu machen, ist nicht selbstverständlich, ne? Das darf er halt so nicht sehen, aber da ist ja noch so viel Luft nach oben, wie du sagst, einfach das Training vielleicht mal ein bisschen anpassen und wirklich Aber es ist Sachen halt, wenn du so ausprobieren. ehrgeizig bist, Bro, da denkt man sich halt auch, ey, so was soll ich noch mehr machen? Das denke ich mir jedes Mal auch aufs Neue, so, Weniger ey, machen, weniger ja, machen, nicht mehr machen. erstens, das ist es oft, Kevin, da hast du 1000% recht, aber auch selbst, wenn du weniger machst, aber so, ey, ich will halt schneller besser werden, so, und du machst alles dafür, egal ob es jetzt weniger ist oder mehr oder was auch immer, Mann. Denke ich mir auch jedes Mal, aber da muss man einfach realisieren, du kannst halt nicht, keine Ahnung, Jay Cutler hat sich mit 25 das erste Mal für den Olympia qualifiziert, so, und der war einer der Jüngsten, der das so in der Offenen Ja. gemacht hat. Ja. Und keine Ahnung, also, Ja, das und vor allem ist, Akeem und Rafa sind Top 8 und Top 10 Olympia. ja, das Ja, ist die eben. schlägt man nicht einfach mal so, Alter. Das Ja, geht einfach nicht. das ist das, was ich meine. Ja. Ja, wir müssen uns einfach mehr Zeit lassen, so. Keine Ahnung. Das ist halt unser Sport. Der braucht halt Zeit. Auch wenn du alles richtig machst, das passiert trotzdem nicht in einem halben Jahr. Auch nicht in einem Ja. Dreivierteljahr. Gerade bei den schweren Jungs, Mann. Was soll ich sagen? Das braucht einfach Zeit. Sonst. Und man muss halt auch aufpassen, dass man seinen Körper nicht an die Wand fährt, ne? So, das ist halt auch Ja. so eine Nummer, ne? Ja, voll. Und genau da hat er jetzt auch gesagt, dass er jetzt mit dem Ergebnis enttäuscht ist und sich überlegt, wenn das jetzt nicht reicht, und das war ja sein bestes Paket, er meinte, besser kann er gerade nicht kommen, dass er dann sagt, ob es Sinn macht, in Prag zu starten. Ich würde gerne eure Meinung nochmal Zwanzig. dazu hören, weil ich kann seine Argumentation komplett nachvollziehen. Auf der anderen Seite sind Akeem und Rafael jetzt beide nicht in Prag dabei. Und es wäre auch Ja. irgendwie mal geil, sich neben einem Martin neben dem Seabum und einem Sean Carreter zu stellen, ne? Weil ein Discolor wird auf jeden Fall reinrutschen. Also Ja. die hätten zum Beispiel hätte er machen können bei den Prag Eagles eventuell. Ich sag's Eventuell euch machen. ehrlich, ich sag's euch ganz ehrlich, manchmal geht's
in unserem Sport nicht um Platzierungen. Eben. Und Einfach also ich Spaß. auch nicht Spaß. Ich meine, du bist eine Brand in dem Moment, wo du Profi wirst und die Brand muss wachsen. Und jetzt da zu sagen, ey, ich mache da nicht mit, weil ich da nicht gewinnen kann, finde ich halt eher, ja, weiß ich nicht, unklug. So, weil da sitzt ein Steve Weinberger, du hast standest schon auch, Emir stand bei New York letztes Jahr. Das wird ultra medial gehen, ultra Welle machen. Man wird ihn sehen. Da sind so viele Eventualitäten und so viele Möglichkeiten und Chancen für einen Athlet da. Also, dass da Brandao und Akeem auch nicht starten, habe ich auch nur meinen Kopf geschüttelt und dachte mir, ey, da bist du schon in Europa und fliegst da nicht da kurz rüber und kriegst den Traffic des Jahrhunderts, Alter. Denkst du, dass Also, es den Athleten ein bisschen zu sehr struggle, weil da nur eine Woche zwischen ist? nee, weiß ich nicht. Ich glaube, die denken einfach nicht so weit, was jetzt so das Marketing und das Business angeht. Kevins Blick. Ja, was, ich verstehe das nicht, Ja. was du mit einer Woche, Alter, das ist doch Oder sind normal, da aber. zwei? Sind da 2 Wochen zwischen? Bin ich gerade dumm? Eine. Eine. Aber es ist doch in Eine. Ordnung. Das machen doch Leute ganz oft. Ja, aber Digga, es ich sind habe einer sechs Woche. Wettkämpfe in 6 Wochen gemacht, Alter. Ja, gut, ich sag dir ehrlich, es ist schon stressig, eine Woche dazwischen zu haben. Ja, wir sind aber Also nicht mehr Classic-Flo. Flo, für Ja, uns ist es wenn du stressig, weil im wir Gewicht Heavyweight ist drücken nochmal was müssen. anderes, aber die Form musst du ja trotzdem bringen. Und wenn du dich krass laden musst, so, was ihr mir Ja, dann bestimmt. machst du dich halt wieder leer Montag, Dienstag, Mittwoch. Ja, ich sage ja nicht, dass es nicht geht. Ich sage nur, es ist auf jeden Fall stressiger, wie wenn du 2 Wochen Zeit hast. Ich Ne? finde es unstressiger, weil es schneller vorbei ist. Ja, gut, Wenn dann man ist es 3 Wochen wieder. zwischen zwei Wettkämpfen hat, ist das übelst beschissen. Nee, Ey, ich das finde finde das ich auch. perfekt. Ich finde das Ich finde perfekt. Back to Back, das finde ich auch am ja. besten so. Weiß ich nicht, Zwei weil es ist dann Wochen. einfach wie so ein Zweitages, wie so ein zweitägiger Ladetag. Und dann, also ich weiß nicht, damals, als ich Arnolds gemacht habe, dann Boston und dann Kuwait, das war alles Back to Back to Back mit 24 Stunden Aufenthalt am türkischen Airport. Das war eine Hauruck-Aktion, aber fand ich auch, sah ich immer jedes Mal besser aus, so, und weiß ich nicht, da reagiert natürlich jeder anders drauf, muss man dann gucken, aber ey, gerade wenn du kein Gewichtslimit hast, ist es, glaube ich, also deutlich entspannter, weil ich weiß nicht. Du darfst halt nicht immer mit irgendwie Entwässerungstabletten draufhauen, weil dann ist der Rebound Ja. natürlich da. Ja, eben. Ja. Also wenn du dich dachte entwässerst, einfach ein Komplett bisschen. nackt. Du kannst ja nur, wenn, selbst wenn du eine Triamterena am Abend frisst, die ist am Glaub Sonntagabend wieder mir, raus. das ist Eine. unterschiedlich. Glaub mir, das ist wirklich Was lacht unterschiedlich. ihr alle Einer bin ich so? bei so. Durchsichtig. Bitte? Was lacht ihr so? Bei einer bin ich Der durchsichtig. Ganze? Bei der Digga, das ganzen ist unterschiedlich. normal, oder? Also Digga, jeder eine reagiert auf unterschiedlich. einmal würde ich, habe ich noch nie genommen, eine Triam auf einmal. Ich würde das, wenn Hä? dann, immer vierteln, so jede 6 Stunden. Bin ich da jetzt Ja. so der Einzelgänger oder was, dass ich eine Nein. Flugpause Ich habe? hab eine Nein. Triamterin in 3 Wettkampfjahren benutzt. Das ist wenig. Ja. So geht's auch, seht ihr? Kevin, ich bin auch deiner Meinung. Klar, also kann man machen eine ganze, aber jeder reagiert unterschiedlich drauf. Jeder reagiert mit Back-to-Back unterschiedlich drauf, mit Wasser ziehen und sowas. Ja. Ja, also es ist wirklich komplett Ja, ist individuell. schon schwierig und Ja. ich weiß auch, wie Chris Acito arbeitet und der ist da auf jeden Fall auch Freund von Entwässern. Das, ja, muss man gucken. Ja, gut, mit 2 wäre es natürlich da ein saferer Call, aber ich glaube, man kriegt alles hin am Ende Ja. des Tages. Und ich stimme dir zu, Urs, dass es auf jeden Fall ein mega cleverer Move wäre, weil überleg mal, wie viele Augen auf diesem Wettkampf sein werden. Der Livestream kostet nur 15 Euro. Das werden sich Echt? so viele Leute reinziehen. Und Ey, und so dann viele halt, Deutsche werden da sein. ja, und dann stehst Überleg du mal. im Final Callout in den Top 4 mit diesen drei krassen Ich werde Athleten. die Und wenn du ganze dann Welt dich schaut nach umdrehst Prag. und dich dann umdrehst und diese geisteskranke Back Double Biceps ziehst, dann bist du mitten im Gespräch. Das ist einfach nur clever, da zu starten. Digga, dann wird Steve so gucken und dann dumm direkt auf dich drauf. Ja. Und das wird dann auf jeden Fall schocken. Also, Deswegen, Emil, wenn du das ja. hörst, fahr hin. Digga, ich habe ihn versucht, schon 3 Mal anzurufen. Wenn du das hörst, geh an dein Handy, Junge. Was sagt ihr denn zu unserem 13. Platzierten, der auch bei den Prag Evils startet, dem Mike Ziesler? Wie fandet ihr seine Form in Rumänien? Hey, ich war überrascht, dass die Wampe weg ist. Ich Ja, habe die so mit. Bauchkontrolle war gut. Die Bauchkontrolle. war. Aber er Ja, war ja. halt glatt. Ja. Ja, ich habe auch davor noch mit Stefan geschrieben, der meinte auch, ey, Form passt.
Gut, muskuläre Disbalance, wollen wir nicht drüber reden, weißt du selber. Aber ich war echt sehr, sehr positiv überrascht von der Mittelpartie. Weil Aber auch von der Form an sich. ja, die Härte war schon da, aber der war nicht voll genug, hatte ich irgendwie das Gefühl. Nee, Ja, ich habe ich eher das auch. Gefühl gehabt, dass er irgendwie, dass der Körper irgendwie nicht mehr wollte. So habe ich das, also so hat es für mich ausgesehen, keine Ahnung. Dass er Okay. einfach nicht mehr richtig reagiert hat. Er hat nicht richtig voll ausgesehen, er war aber auch nicht 100% hart. Und man hat Aber halt auch gemerkt, dass er schon ziemlich am Struggeln war, was die Diät angeht. Also, weil man Mike ja eigentlich doch so ein bisschen anders kennt, finde ich. meinst du Und nicht, dass glaube es zwei einfach verschiedene, Olivenhalbblüten gegangen. meint ihr nicht, dass Was? es zwei verschiedene Herangehensweisen war? Weil damals, bei seinem alten Coach, hat er halt den Look, den er hatte. Und damals war er auch mal kurz bei Stefan Kienzle mit deutlich weniger Muskulatur. Das war damals, boah, 21. 2021? 21, Ja, 21, in dem ja. ähnlichen Look. Ich glaube einfach, dass der Coach damals, es ist einfach nur, was ich vermute, mit sehr anderen Sachen gearbeitet hat, was natürlich sehr voluminös macht, aber vielleicht nicht so Ja. hart. Ich glaube, das ist eine komplett andere Herangehensweise. Und Kienzle ist halt die nachhaltige. Und am Ende braucht man Härte. Also ich glaube, das war, also ich sage es ehrlich, ich denke es nur, es war nie qualitative Muskelmasse, die er davor hatte. Ja. Und das war jetzt mal wirklich Mike mit purer Qualität. Ja. Vermute ich. Aber Ja. trotzdem vom Peaking her sehe ich das auch so wie Kevin, dass es irgendwie komisch war, Hätte. irgendwie alles nicht so hingehauen. Er war nicht so voll, war aber auch irgendwie nicht so hart und Aber weiß Männer, nicht. kennt ihr das nicht, wenn ihr nicht voll genug seid, dann drückt der Muskel nicht gegen die Haut. Das hatte ich da auch bei der Arme als das Problem. Ja. Und dann sah ich einfach auch weich aus, weil da drückt nichts dagegen. Und je voller du bist, desto härter siehst du dann auch aus. Und ich glaube Kann einfach, gut sein, ja, dass er flach war bei ihm. Digga, der die haben war nicht. 25.000 Kalorien geladen. Willst du mich Ja, ich. verarschen? Da bist du doch voll. Da geht doch gar nicht, dass du Aber nicht der ist halt voll auch bist. durch. Ich glaube, der ist, wenn du einmal so diesen Punkt überschritten hast, ich glaube, der ist durchgebrannt. Weil der hat ja auch übelst viel Gewicht verloren. Der hat ja 150 gewogen und war Ja, müde es waren vor. 30 Kilo, Alter. Das ist halt immer, aus welchem Loch holst du einen raus beim Laden. Ja. Das ist, Ja. ey, ich habe Ja. 2.400 Gramm Carbs in 2 Tagen gegessen. Was? Ja, und ich, der in der Offseason mit 4, 2 oder so wächst. Aber, Alter Schwede. Junge, das ist. Und ich wäre auch noch, hätte auch noch ein Tick voller sein können. So. Das ist, ja. Ich find Crazy. 2.400 jetzt gar nicht so übelst krank viel. Also ist Ja, schon viel, immer im aber Verhältnis zu mir, ja. Digga. Ich Alter. esse 150 Gramm Carbs in meinem Diät-Trainingstag so gegen Ende. Ja, gut, für dich ist es dann doch schon Das echt ist für mich, ich habe den Plan traumhaft. gesehen und ich dachte, ich bin in Ohnmacht gefallen, Aber kurze Frage doch mal Alter. zu Mike. Nochmal kurz auf Mike. War er denn die letzten 3 Wochen wirklich voll? Also hat man gesagt, klar, er hat da keine Carbs gegessen und sowas. Meint ihr wirklich, das war ein Ladefehler? Nein, ich denke, dass der Körper nicht mehr reagiert hat. Ich glaube, dass der, dass die, dass, dass der, dass, also ich gebe das weder Mike noch Stefan die Schuld, Ja, sondern sowieso nicht, ja. ich denke, dass es einfach erstmal zu sagen, Stefan muss ihn erstmal kennenlernen. Ich glaube, so ein schwerer Athlet ist relativ schwer zu handeln teilweise, vor allem wenn du so viel Gewicht wegmachen musst. Dann noch was Urs gesagt, oder wer hat es gesagt mit der Qualitätsmuskulatur? Keine Ahnung, Dwayne, sorry. Dass man einfach diese Qualität irgendwie nicht gefestigt gekriegt hat. Die Muskulatur, die er aufgebaut hatte, die war noch nicht gefestigt irgendwie. Also ihr kennt das ja, ihr baut Muskulatur auf, dann diätet ihr, dann sieht man, was übrig bleibt, dann geht ihr Ja. nochmal hoch und dann ist es irgendwann gefestigt, dass du dann in einer Diät quasi mehr übrig bleibt. Und ich glaube, dass wenn er jetzt, ja, ich würde halt gern sehen, was passiert, wenn er jetzt noch 3, 4 Wettkämpfe machen würde, mit ein bisschen mehr Zeit dazwischen. Weil ich glaube, er würde, wenn Stefan und Mike dann so ein bisschen so das, die Vorgehensweise, die auf Mike passt, finden. Ich glaube, dann kann er schon richtig gut aussehen. Gut, diese Disbalance zwischen Unterkörper und Oberkörper, die ist natürlich krass. Das hat man auch gesehen, finde ich. Ja, aber nichtsdestotrotz, ne, also. Ich glaube, der wird jetzt tatsächlich, weil ich ja Stefans Herangehensweise kenne, ich glaube, der wird jetzt von diesem Back-to-Back competen sehr profitieren, weil ich glaube, jetzt ist er auf so einem Baseline-Level, was Ja. Fülle angeht, und den kann man jetzt auf jeden Fall noch besser hinstellen im Quark. Ja. Da kann Tobi doch auch einiges zu sagen, weil du bist doch auch so ein schwerer Athlet. Das war bei dir Safe. auch eine Zeit lang mal problematisch mit den Back-to-Back-Shows, dass am Anfang mit dem Peaken nicht so hundertprozentig funktioniert hat, wie ihr euch das vorgestellt habt, oder? Also, ich muss sagen, bei Stefan hat es wirklich seit dem ersten Wettkampf funktioniert.
Das. War wirklich wie Faust auf Auge. Ich war richtig leer und ich weiß noch, Stefan hat damals Fotos weitergeleitet und Stefan wurde gefragt, kriegst du den wieder voll? Wir haben mich voll gekriegt, aber ich muss auch sagen, ich fange ja, wenn der Wettkampf samstags ist, mittwochs an zu laden. Das. Also dann Mittwoch irgendwie 1000, Donnerstag 1000 und dann Freitag Feuer frei, was geht. Hast Also, du dann überhaupt noch Hunger, Digga? ich habe immer Hunger. Krass. Eher sogar nach dem Wettkampf noch fressen. Also, ich Ja, bin wer kaputt geht nach dem gekocht. Wettkampf nicht fressen? Kommt doch an, was du willst. Also, ich esse nichts Süßes danach, ne? Nee, Ja, Fleisch. Tobi, das wollte ich gerade sagen. Da, ich glaube, du fühlst es komplett, weil du hast ja immer nur Reispudding, Mandelmus, Banane, Zimt Genau, und dann. Ananas, süß. Ich will dann immer Ja. nur Pommes, Burger, Steak, irgendwas Salziges. Ey, ich wollte einfach nur ein Kilo Fleisch. So, gib mir einfach Ja. wieder Fleisch zu essen. Aber hungrig bist du schon, weil du isst ja einfach so super leicht verdauliche Sachen, dass es einfach durchgeht. Sonst würdest du ja auch die Carbmengen gar nicht schaffen. Und Nee. ich muss sagen, Peking bei Stefan funktioniert eigentlich schon immer zu 90%. Und die 10%, was übrig bleiben, die sind einfach, ey, wenn du mal nachts irgendwie, das hat so viele Einflüsse von außen auch. Denn jeder Körper reagiert manchmal ein bisschen anders so. Deswegen ist es die letzten 10%, ob du dann wirklich so Topform ever bist, die sind dann auch einfach Gamble. Ich finde immer, die Grundvoraussetzung für ein perfektes Peaking ist einfach, du musst fettfrei sein. Ja. Ja. Und ob du dann ein Gramm Salz zu viel hast oder ein Cookie zu viel ist, Und das macht dann keinen Unterschied mehr. Da passiert nichts. ich finde noch wichtig, also ich finde mindestens genauso wichtig ist, dass der Körper nicht überstresst ist. Wenn du dir ein Bein ausreißen musst, um gerade noch die Form hinzukriegen, finde ich, dass, bevor du laden kannst, kann es ganz, ganz schlimm nach hinten losgehen. Das habe ich jetzt bei mir gesehen, das habe ich auch bei anderen Athleten schon gesehen oder bei Athleten, die ich vorbereitet habe, dass wenn der, dass wenn du den, dass wenn du quasi eine Woche vor der Peak Week entspannt fertig bist Ja. und dann das Gas rausnehmen kannst, dann Ja. reagiert der Körper auf jede Kleinigkeit und du kannst alles ganz, ganz fein steuern, finde ich. Das ist echt auch nochmal ein richtiger Game Changer. Ja. Also ich denke mal, bei Mike wird einfach die Tatsache gewesen sein, in der Offseason ist zu viel falsch gelaufen. Das wird ja irgendeinen Grund haben, warum er den Coach gewechselt hat. Irgendwas hat nicht gelaufen, ist nicht gelaufen. Der Körper hat nicht funktioniert. Und dann war so ein bisschen vielleicht Realitätscheck, wie Martin gerade gesagt hat. Was ist wirklich Substanz, ne? Und was ist einfach nur ein voller Glykogenspeicher? Ja. Und Matthias Wollweg, was sagt ihr zu dem? Großer Mega Athlet, ne? geil. Mega Super überrascht. Entscheidung, Ja, super super gut. Entscheidung. Der hat alles richtig gemacht. Ja, fand Nee. ich auch. Stark Ey, ausgesehen. mich ruft Emir gerade an. Geil. Geh Vor 5 Minuten sage ich noch. ran. Stell dich auf laut. Sag ihm, er Nein, sowas meine ich. soll in den Nee. Podcast kommen. Überleg mal. Ja. Ja, nee, Matthias Holweg, mega schön. Ey, so geil, so geil. Vor allem, dass er jetzt auch in Prag ist, dann kann ich es dem so richtig nostalgisch. Weil letztes Jahr habe ich gesagt, ey, ich finde dich in der Offenen einfach so geil. Und Stimmt, ja. dann zu ihm zu gehen und zu sagen, Digga, und fühlt sich gut an, oder? Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, weil es war genau die richtige Entscheidung. Wunderschön, also klar, muskulär. Kann er noch draufpacken, so können wir alle. Aber ja, Aber selbst allein bei das. dem, selbst so leicht wie er Ja. war, hat er brutal Voll. schwer ausgesehen, Alter. Ja, einfach richtig geil. Der, so letztes Jahr sah der so richtig zerfressen aus. Ich hat sich da Ja. reingequält, so mäßig. Hat man körperlich auch gesehen. Und jetzt einfach das Auftreten auf der Bühne. Es war wie damals, als der den vierten in, wo war es, Spanien oder Nee, Italien, glaube ich. Italien, gell. Mailand, Mailand war das. Mailand, ja. Ja, einfach ultra geil. Und ich glaube, wenn der jetzt noch genau so weitermacht, ohne sich die Linie zu verhauen, wird der auch noch richtig gut. Ein Thema, was wir noch aufgreifen können, ist, dass im Vorfeld zur Romania Classic oder Romania Muscle Fest Emir einen Wetteinsatz aufgerufen hat. Er wollte für ein für alle mal klarstellen, wer jetzt gerade der beste Deutsche ist. Von 2.000 Euro und 10.000 Euro habe ich schon irgendwie gehört. Was haltet ihr von der Idee, alle deutschen Profis da, die sich mit ihm messen wollen, in den Wettkampf zu schicken mit einem kleinen Pott?
Wisst ihr, wie geil ich das finde, wenn ich überhaupt irgendeine Chance hätte, da was zu reißen oder überhaupt einmal ins Bein bissen zu können? Hätte ich voll Bock drauf, aber ich bin einfach zu schlecht. Habt ihr, Max hat die Wette angenommen, ne? Wer? Max, also Max hat für Justin geredet und hat gesagt, er nimmt die Wette an. Okay, für Justin. Ja, Ich finde ich meine, was geil. will Max da jetzt Ja, machen? er hat Der hätte gesagt, Max. wenn Justin sagt, er will das nicht, dann zahlt er die 2000 Euro. Also Ja. er haut von sich aus 2000 Euro in den Pott für Das finde ich Charles. geil. Glaubt ihr, dass Justin Emir schlagen kann? Ja. Nee. Doch, glaube ich schon. Jetzt Ja, in noch 5 Jahren vielleicht, aber technisch. jetzt nicht. In 5 Jahren. Ja, ich Ja, sag dann in sagen wir zwei. zwei, Entschuldigung. Ja, Zwei Jahre okay. hätte ich auch gesagt. Ich Zwei Jahre, ich hätte sage, auch gesagt, zwei Justin Wochen. steht nächstes Jahr auf dem Olympia. Ja, sage ich auch. Und Könnte echt weiterhin, oh. wenn Emir weiterhin es halt so macht, dass er halt keine wirkliche Offseason macht. Ich meine, wenn ihr euch jetzt Emir anguckt vor einem Jahr zu jetzt, klar, die Show war sehr gut, Schon aber schön. ist da krass viel passiert? Würdet ihr sagen, Ja. ist krass viel passiert? Ich würde Ja. schon. Würde schon Nicht so sagen, viel, aber ja. nicht so viel wie bei Justin jetzt in der Aber letzten nur Saison. Ja, obenrum. natürlich. Aber Justin ist halt, also wenn Justin den gleichen Progress macht, dann kann er gut möglich nächstes Jahr auf der Olympia stehen. Aber Emi aber es auch. muss erstmal weitergehen, ne? Emir auch, Also safe, safe, klar. noch ist Emi Ja, aber besser. ich denke, da muss ich aber sagen, ich finde Justins Vorgehensweise halt schlauer, will jetzt niemand Ja, ans auf jeden Bein Fall. pissen, aber Justin und Max erkennen halt, wenn was nicht läuft und dann switchen die um. Und Ja. ich finde halt, ich will jetzt nicht hier der Mongo sein, der auf Emirs Training Nee, rumhackt, ich weil er ist glaube, halt ein super Athlet. wenn der seinen Kopf zusammenkriegt so und da auf Spur kommt, auch über ein paar Sachen nachdenkt, sich Sachen vielleicht annimmt, vielleicht drüber nachdenkt, sich vielleicht mal öffnet zu gewissen Sachen, dann glaube ich, das also wird der unbeatable, was Deutschland angeht. Aber ist halt immer das Spielchen, wenn das Würzchen wendig wäre, so. Ja. Ja, also wird auf jeden Fall spannend. Ich finde es einfach geil, dass man auch schon jetzt was nachkommt, Alter, so. Ja. Und Roman und Tim und Enrico hätten wir theoretisch auch noch. Enrico will doch gar nichts mehr Ist machen, Enrico oder? nicht raus? Enrico hält sich's offen. Ah, ich wollte Sehr gerade schön. sagen, also ich glaube nicht, dass der komplett raus ist. Glaube ich nicht. Ja. Bin Er gespannt, will was ja, Roman aber. jetzt mal gucken, wie das nächste Jahr läuft. Und entweder er packt es dann oder er macht doch einen Anlauf. Also ganz zufrieden war mit der Saison nicht. Ja, aber ich finde es geil, dass so Young Guns, also ich will keinen Mann fallen pissen, jetzt wegen Alter oder so, aber dass so junge, hungrige nachkommen und da mal wieder, ja, auch mal was in der Offenen abgeht, so, weil fand ich schon immer ein bisschen schade für das, was wir mal in der Offenen hatten in Deutschland. So Ja. jetzt, was gerade so abgeht. Und weiß nicht, ich bin da schon immer so, unsere Generation, glaube ich, hat es auch auf dem Kasten, da jetzt mal guten Nachwuchs rauszuhauen. Deswegen fieber ich da schon noch mit, so. Aus, irgendwann machst du auch den Schritt wie Sibam. Ich sehe das doch kaum. Ja. Irgendwann wird es Ja, passieren. ich habe schon gesagt, also das war mein ursprünglicher Plan schon immer gewesen, dass ich, bevor ich irgendwann retire, auch da auf jeden Fall eine Show mache. Einfach just for fun, auch wenn ich da Letzter werde, so, weil es einfach, weiß nicht, so als Athlet willst du immer auch einmal bei den ganz Dicken gestanden haben, glaube ich. Und In Indien und dann gewinnst du die Show noch. ja, überleg Komm, komm. mal. Ich Jetzt denke kannst mir du jetzt so runterhauen. nach dem Gastauftritt, ja, komm. Komm, jetzt kannst du runterhauen. Urs startet in der Offenen. Wir haben jetzt offiziell die Ja. Aussage. Haben wir. Das, geil, Clickbait. Clickbait. Nein, ich finde Urs und Chris im Podcast finde ich Ja, Mann. besser. Ja, Mann. Das ist eine gute Idee. Machen wir so. Ja, Mann. Wir haben jetzt auch tatsächlich über alles Mögliche gesprochen, aber nicht eine einzige Frage abgearbeitet. Und wir hatten richtig, richtig viele, aber ich glaube, wir Wir schaffen kommen es drei heute. noch, drei Fragen noch. Echt jetzt? Da muss ich Aber jetzt richtig drei von diesen alle. aussuchen oder ich archiviere den Sticker, wir machen den nächste Woche. Eine Frage, eine zum Abschluss. Eine richtige Eine. Frage. Aber eine witzige. Wir machen zwei witzige, komm, wir haben zu wenig Ja, witzige Fragen Moment, gehabt. nee, wir machen keine Frage. Wir müssen erstmal nochmal Tobi und Flo taufen. Das. Ah. Ach so. Hast du dir Was? was Tobi überlegt? guckt schon, hat sich keine Gedanken gemacht. Ich Was ist habe es mir los? überlegt, aber ich wüsste wirklich nicht, was mir so enorm peinlich ist. Dir ist noch Was nie mir was Peinliches draußen. passiert? Halt, doch, aber ich kommuniziere das immer recht. Ja, kommunizierst Frei. doch hier. Was? Du kommunizierst doch hier, darum geht's hier. Die Frage ist, da ich ja immer kommuniziere, ist es mir nicht wirklich unangenehm? Das ist es halt, gell? Ich finde auch, mir ist nichts peinlich. Nee, Also. das schafft auch so eine gewisse Freiheit.
Ja. Dann erzähl uns von einem Missgeschick, was du kommuniziert hast. Also Flo, für dich nochmal die Information. Kevin, übrigens, mir ist deine Geschichte immer nicht eingefallen. Vielleicht weiß Dwayne Ja, sie. mir auch nicht. Ich Wir weiß haben nicht mal, was sie. damals immer, mussten wir hier so in einer Massenkonferenz einmal so eine richtig peinliche Geschichte erzählen. Oh Das mein Gott. war, Ja. genau, Dwayne. Das Ja, war so die bestimmte Person. unser Taufritual. Ich habe eine Und Geschichte. ja, komm, hau raus, Flo. Boah, das ist auch schon echt Digga, ein bevor bisschen du die Geschichte grenzwertig, ne? raushaust, ich muss mich hier auf jeden Fall verabschieden. Ich bin schon eine Was willst halbe du Stunde verpassen? über meine eigentliche Bettgehzeit. Deswegen, ja, bedanke ich mich bei Kevin für die Einladung. Ja, aber schön, dass du da warst, Thomas. Torben, du musst gar nicht hier so tun, Alter. Nee, ich 31er. werde Kevin Ja, mal jetzt Mann. mal zusammenscheißen, dass du ihn da dich eingeladen hast. Was soll die Ja, geht gar nicht, ne? Einfach Leute in seinen Junge. Podcast einladen, Ja, Alter. was willst du Ab nächste irgendwie? Woche Kevin auch nicht mehr am Start, gell? Ja, dann pass auf, es ist eine echt Nachtschicht, dann gibt es ja Gerüchte. Lukas, ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner OP und viel Erfolg in Indien. Ne? Komm heil wieder. Danke. Ja, Ja, wir und hören. Männer, macht's gut. Ciao, Alles schönen klar. Abend. Ciao, Tschüss. ciao. Ciao. Du darfst, Flo. Ich dachte, ich muss jetzt nicht mehr. Wollte eigentlich gerade auch schon aus dem Podcast abchecken, aber Jetzt musst du ja. es erzählen. Der Skilehrer da. Also, es ist schon, da war ich noch ziemlich jung, ein relativ junger Bub. Da hatte ich einmal eine junge Dame bei mir. Wir haben uns vergnügt, so, es war alles cool. Wir sind irgendwann dann auch in der Kiste gelandet. Ich hatte das sexuell noch nicht so die Erfahrung, die ich jetzt habe. Ist ja auch klar, ich war schon Der Gigolo. wesentlich älter. So, und man lernt ja auch Florian. dazu mit den Jahren. Und dann ist es zum Akt der Liebe gekommen, wie ich das jetzt so fein darstelle oder fein erzähle. Und es war eigentlich alles cool. Und dann war es irgendwann so, dass ich die junge Dame von hinten genommen habe, sage ich mal. Ich Und kann es bedenken, Digga. Oh. dann gab es eine Hatten wir. Situation, wo ich dann kurz einmal mein Glied aus der Dame rausgeführt habe und dann wieder eingeführt habe, wo dann so eine Situation war, wo ich mir dachte, warum zuckt die denn jetzt so zusammen? Bitte kein Und Schließlich. von mir aus habe ich da eigentlich ehrlich gesagt nicht viel gemerkt, so, aber von ihr aus war es dann halt so, dass sie so auf einmal so ein bisschen verkrampft war hin und her. Ich habe aber einfach weitergemacht. Mir war das in dem Moment egal. Ich habe da auch, wie gesagt, nichts gemerkt. Und dann war es tatsächlich irgendwann so, dass wir fertig waren. Dann bin ich aus dem Bett aufgestanden, habe dann das Licht angemacht und war dann ein bisschen schockiert, dass mein Bett mit Kot verdreckt war, Oh, weil ich hab's ich mir aus gedacht, Digga, ich hab's mir Versehen. gedacht. Weil ich aus Versehen Oh. tatsächlich ihren Anus penetriert habe und nicht ihre Muschi, was mir gar nicht aufgefallen ist, und sie hat Ohne. sich so voll zusammengerissen. Wie, dir ist das nicht Komplett aufgefallen, trocken. Alter? Und wie bitte? Ja, einfach so trocken, ja, tatsächlich. Wow. Alter, und dir ist das Wow. nicht aufgefallen? Die Nee, kannst mir ist du tatsächlich in auch. dem Moment nicht Was? aufgefallen. Es Ist war ihr aber Arsch zu wirklich. groß oder dein Schwanz zu klein? Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber es war in dem Moment einfach, es ist in dem Moment einfach nicht so direkt aufgefallen. Das war aber auch so, dass ich da noch relativ jung war und dass du, keine Ahnung, mit Nervosität und Co., weiß nicht, du hast einfach nicht das Gefühl dafür gehabt, so. Hä, Junge, hast du im Dunkeln gebumst oder was? Was kommt denn Ja, hier? nee, es war schon dunkel, ja. Du. Ja. Nee, es war einfach dunkel in dem Raum. Es war jetzt nicht so, dass ich Hast du meine Augen zu besoffen? hatte. Warum sieht man das nicht? Ja, und vor allem spüren. Hast du Ja, ich besoffen? wollte gerade sagen, Digga, so In bekommt dem man da nicht aus Moment Versehen rein. habe ich es einfach nicht gemerkt. Und ja, dann ist Und das es stinkt passiert, doch auch. wie es passiert ist. Danach, Digga, nachdem ich dann Du warst rausgezogen besoffen. habe, Du dann musst habe ich besoffen das auch gewesen direkt sein. gemerkt und dann bin ich aus dem Bett aufgestanden und dachte mir so, was geht denn jetzt? Aber ich mache das Licht an und ich denke mir so, Digga, warum ist mein Bett voller Scheiße? So, das kann doch nicht Hey, sein. aber was Und passiert auch, dass es rausspritzt? ich bitte? Was passiert auch, dass es rausspritzt? Also, Nee, was es ist nur, weil ich dann rausgezogen habe, habe ich natürlich auch was davon rausgezogen, sage ich mal, so. Und das habe ich dann in dem Moment Wie so ein auch so Einlauf. ein bisschen verteilt im Bett, als ich dann aufgestanden Wow. bin. So, und sie ist dann natürlich da Oh. jetzt auch nicht so versteinert liegen geblieben, sondern hat sich auch ein bisschen bewegt. Und dann war das Eklige sogar noch, dass tatsächlich, wir haben dann alles sauber gemacht und so, aber ich hatte da auch noch kein Auto und sowas.
Und die hat dann halt auch noch bei mir übernachtet, so. Danach war echt Totentanz. Also die Stimmung war danach echt versaut, ehrlich. Hey, aber Das ist warum wirklich sagen Sie denn passiert. nichts? Das ist Bitte? wirklich passiert. Wie bitte? Martin, was hast du gesagt? Warum hat sie denn nichts gesagt? Ja, sie, was heißt, was gesagt? Inwiefern was gesagt? Da Ja, war du ich bist nicht jetzt im aber bis Markt. zum falschen Verpiss dich, Loch. Alter, oder sowas. Ja, sie hat's ja, also sie ist ja schon so zusammengezuckt und so. Sie hat dann auch so kurz so, aber das Ja, war sie jetzt kann ja auch nicht. so, oder nicht? Ja, deswegen, also du hast es einfach nicht gemerkt. Ich So. schwör's dir, ich glaube das nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Glaub halt nicht. Bei Flo Also. glaube ich es leider. Bei Flo glaube ich sowas. Ja, ich fand es selber auch krass, weil ich dachte mir danach auch so, Alter, wie konnte das denn passieren so eigentlich? Musst du das doch merken, aber in dem Moment war es einfach nicht der Fall, Mann. Warum hat der im Bett voll gekackt? Ja, das war. Bitte? Alter, wenn sich eine Frau, pass auf, ja, keine Ahnung, ich bin verheiratet, ich darf darüber nicht reden, Sie Alter. hat doch nicht Rede. gefuckt. Digga, Rede, sie hat nicht Kevin. gekackt, aber sie hatte einfach noch was im Enddarm Ja, sitzen, wenn so. man Arsch Ja. fickt, dann ist es doch so, ja, man muss sich halt ausscheißen davor, sonst geht es in die Hose. Ja, Also, normal. was ist. Aber doch nicht so, dass dein ganzes Bett voller Scheiße. Ja. Ja, wenn die Nein, Durchfall hatte oder Mann. so und dann, keine Ahnung, Hatte sie Durchfall? Alter. Nein, hatte sie. Das ist jetzt übertrieben dargestellt, Aber aber mein guck scheiß mal, Akku ist leer, Alter. nimm dir mal irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen, keine Ahnung, Matsche, tu das ins Bett und dann verteil das mal ein bisschen, dann ist direkt so dein ganzes Bett dreckig, weißt Ihr macht du? mich fertig. Ihr macht mich Ja. fertig. Stell mir gerade vor, dass Flo noch so jung war, dass er bei seinen Eltern gewohnt hat und das einfach nur so peinlicherweise in den Wäschekorb geschmissen hat. Also seine Mutter am nächsten Tag das Ding raus so, boah, Flo, Ich oder? sag dir ehrlich, also Das ist fast wirklich genauso verrückt. ist es tatsächlich, glaube ich, abgelaufen. Ja. Gute Also, das war definitiv so. Also, Story. Gute Story, muss ich ja, wie sagen. alt warst du War da? das nicht damals bei Trainspotting so in dem Film? Bei welchem Trainspotting? Eins oder zwei? Eins? War das so? Hieß der Film Trainspotting? War das Trainspotting? Also, ich weiß nicht, welche Szene du meinst, glaube ich. Ich suche das raus, ich finde das. Ja. Wie alt war ich da? Ich war da so, ich glaube, 16 oder 17 oder 18, irgendwie sowas. 10. Was? Ich habe 17 gerade oder 10 18? gesagt. Ja. Ja, geil. Danke, Flo, damit bist du offiziell getauft. Ich habe mir sowas aber auch schon, weil ich das zwischendurch auch mal mir gedacht hatte, da kommen doch bestimmt irgendwann mal so Fragen wie, was ist das Peinlichste, was in deinem Leben je passiert ist? So, und deswegen habe ich mir da schon gedacht, so welche Situation könnte man denn dann raushauen? Und da ist mir direkt diese eingefallen. Ja. Der Tobi Ja. hatte eine Woche Zeit und Jetzt, ihm ist nichts peinlich. ich habe eben meine Frau gefragt, dir fällt nichts ein, oder? Die sagt auch, nö, ich bin zu schmerzfrei. So, erzähl es bloß Schön, Das dass er Toilette, Waffe mir nehmen fällt will. was Ich ein, glaube, wenn du da ein was mir bisschen. das erste Mal unangenehm ist, als ich das erste Mal in den Wald geschissen habe. Passiert halt, wenn man morgens zu viel Booster nimmt. Nach dem 10. Mal war das dann auch nicht mehr schlimm. Aber Pustenschüsse bald. ja, Das kann traurig. Wayne. Ich könnte noch eine Story da raushauen, die eigentlich fast ähnlich ist. Also jetzt nicht genauso, aber die ist Was auch, wo machst ich mir du? denke, so, Alter, Ich habe das. meinen Schwanz dann aus mir Ganz rausgezogen genau. Ganz genau. Was, habe ich auch noch recht gehabt? Nein, wirklich. Ja, das Sie hatte ich hatte auch kein, sie schon. hatte wirklich keinen Bock mehr auf Ass to Maus oder so? Alter, Was? Digga. Ja. Ja, so ist es. So ist es. Mensch, Mensch. Und Finde ich so ist gut. auch diese Folge auf den letzten Metern nicht mehr monetarisierbar. Ich danke euch dafür. Scheiße. Alles gut. Alles gut. Und da war es noch mit der Wand hinter mir. Egal, du kriegst eh 15.000 Klicks, weil Ostern war. Oh, das wäre schön. Mal gucken. Schreib Dann liegt es nur an C-Pump, dass er da war. Ich würde es sagen, an einen meiner Chris und Leuten soll Urs, Chris und kommentieren. Urs im Podcast. Überraschungsgäste. Einfach nur Chris schreiben, das passt. Stimmt. So ein Chris Bild und von Urs. Basketball machen. C-Pump und Urs. Genau. Alright. Gibt es sonst noch irgendwas? Ansonsten würde ich sagen, packen wir's. Wir sind auch wieder deutlich später über der Zeit, weil wir ein bisschen später anfangen mussten. Tut mir leid für all diejenigen, die Fragen gestellt haben. Ich versuche das irgendwie zu archivieren, sonst mache ich Screenshots davon oder so. Und dann mache ich nächste Woche keine Fragerunde und wir beantworten einfach dann die.
Tut mir leid dafür, aber ich glaube, wir hatten einfach trotzdem eine witzige, coole Runde heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Chris, letzte Frage von dir noch oder irgendwas, was du loswerden willst? Einfach nur danke, dass ich dabei sein konnte. Also für euch ja jeden Tag im Auto mit Spotify. Live Ehre. dabei sein ist natürlich noch besser. Ne? Ich werde all Ja. meinen Leuten sagen, die sollen kommentieren mehr mit Chris. Und vielleicht ergibt sich es ja nochmal, dass ich schon mal mit reinkommen kann. Sehr gerne. Cool, dass auf jeden Fall mal jemand aus der Community dabei war. Ist irgendwie auch erfrischend, das immer so zu haben. Ja, Flo, gute Nacht Wünsche dir. euch was, Jungs. Ich bin auch direkt raus, ne? Ja, alles Wünsche euch klar. was. Tobi, dir auch Ja. gute Nacht. Dwayne, dir auch. Und Oh. Martin und Kevin, euch natürlich auch. Und euch auch. Bildet euch breiter. Ich freue mich auf alle, die bei Ich. der ausverkauften Live-Mossen-Konferenz am 7.12. dabei sind. Und bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.